Hallo miteinander und willkommen bei Torrent Gent. Das bin ich und wir spielen jetzt gemeinsam Crusader Kings 3. Ja, was haben wir drauf gewartet? Jetzt habe ich tatsächlich frühen Zugang dazu bekommen. Zum Spiel konnte schon ein bisschen was mir anschauen und ein bisschen reinspielen. Deswegen kann ich euch hier so in den ersten Folgen oder vielleicht sogar in der ersten, je nachdem wie lange die jetzt wird, schon so ein bisschen ein Tutorial bieten. Ein bisschen langsamer spielen entsprechend, dass ihr, wenn ihr das hier anschaut, hinterher ungefähr wisst, wie ihr das Spiel spielen könnt. Wenn ihr es dann selber, naja, nicht wirklich in Händen hatte, das macht ja heute keiner mehr, sondern ja, in der Steam-Bibliothek habt. Das heißt, die Aufnahmen hier, die basieren auf einer Preview-Version, behaltet das im Hinterkopf. Ja, ich würde sagen, dann springen wir doch gleich mal hier ins Spiel rein. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, wenn sie euch irgendwie weiterhelfen, dann lasst doch ein Like da. Das hilft dem Video und dem Kanal hier ungemein weiter, mal gefunden zu werden. Ist also besonders wichtig. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann ja, schreibt sie in die Kommentare. Auch da freue ich mich drüber. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, werdet mit Sicherheit CK3 jetzt das öfter noch nie auf dem Kanal spielen. Dann lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns in zukünftigen Videos wieder. Selbst wenn ihr hier bei den Videos nicht mitkommt oder ja, es euch ein bisschen zu schnell gehen soll, das Spiel hat auch so ein ganz gutes Tutorial, was man spielen kann. Das seht ihr hier oben. Da startet ihr hier in Irland. Und dann führt euch das Spiel so ein bisschen durch das Ganze. Das ist tatsächlich dieser Herzog von Münster, den ihr dann spielen könnt. Einfache Herausforderung, wie ihr hier seht. Aber es ist auch tatsächlich immer ein ganz guter Start, weil es eine recht einfache Sache ist, das zu vereinen. Und hat man eine Menge Spaß hier auf den britischen Inseln potenziell. Genau, also Tutorial ist drin. Das ist ganz gut. Ihr seht, wir haben zwei Startdaten. Im Prinzip eigentlich die wichtigsten, wenn man ehrlich ist. Die ganz normale Hastings-Geschichte hier. Also Wilhelm der Eroberer, wo das Schicksal Englands entschieden wird, und die gute alte Zorn der Wikinger-Geschichte. Ihr seht, wir haben hier, ja, im Prinzip ist das gleich bei EU, hier war das aber auch ähnlich, dass wir hier zu einem Datum so ein paar spezielle, interessante Persönlichkeiten immer wieder hier angezeigt bekommen, aber andererseits auch genauso hier unten anderen Herrscher im Jahr 1860 spielen, uns einfach auswählen können, wen wir haben möchten. Also das werden wir natürlich auch machen. Und ich denke, wir werden mal für unser erstes Spiel hier etwas tun, was ich eigentlich schon längst mal machen wollte. Das, was ich meine allerersten CG2-Partien war, natürlich Polen gewesen. Und ja, dann kam ich nie wirklich dazu, das nochmal zu spielen. Deswegen werden wir ja Polen spielen. Das heißt, wir starten tatsächlich hier als König. Theoretisch ganz nette Position, wenn da nicht das gigantische Reich neben uns wäre. Eigentlich mehrere gigantische Reiche. Also eigentlich eine recht interessante Ausgangslage hier. Wir können uns aber theoretisch ganz gut ausbreiten, hier eventuell nach Norden. Das wird sich zeigen, wie gut wir das hier hinbekommen. Ja, genau. Bolesław II., der Kühne von Polen. Eigentlich in einer super Lage hier, muss man sagen, wenn wir hier unsere Karten gut spielen, vielleicht über Bündnisse oder über, ja, dynastische Aktion so ein bisschen was reinbekommen können. Ja, dann stehen wir hier sehr gut da hoffentlich. Und wir, vielleicht zerfällt auch das Heilige Römische Reich, das wäre noch besser für uns. Und ja, mal sehen. Ja, und ihr seht, ne, es sieht alles famos und schön aus, nur die ganze Grafik, das alles, das sieht jetzt eher, natürlich werdet ihr auch gleich sehen, wie wir im Spiel sind. Genau, wir spielen ganz normal auf normal, ohne, ja, wobei, warte mal, lass uns doch mal so Iron Man aktivieren, dass wir zumindest Erfolge bekommen können. So, ansonsten lassen wir alles auf Standard. Ja, und hoffen, dass uns, dass uns das Ganze nicht kaputt geht durch Updates, der Space Stand. Der Space Stand, genau so heißt er. Okay, also. Upp, ihr seht, ein paar Sachen habe ich angespielt. Genau, also wir sind der Königreich. Dann zoomen wir mal ganz rein. Ne, also wer, sag ich mal, so ein bisschen Imperator Rome gespielt hat, der ist natürlich schon ein bisschen vorbereiteter auf das sehr viel hübschere Aussehen der Karte hier. Und ja, es ist natürlich die Frage, ob ihr ein bisschen verfolgt habt, ja, die Streams der von Paradox selbst oder halt hier die Death Diaries. Dann wird hier natürlich vieles oder manches für euch neu sein oder man weiß es nicht. Ihr seht hier diese ganzen kleinen Dinge, das sind eben die Baronien, die wir von früher kannten. Diesmal sind sie auch tatsächlich halt wirklich auf der Karte dargestellt. Ein bisschen, ja, detaillierter könnte man sagen. Ja, man sieht auch normalerweise immer, was das da ist. Das ist zum Beispiel eine Burg hier. Das hier ist eine Stadt. Haben wir irgendwo auch eine Kirche stehen hier? Ne? Finde ich eine Kirche? Ist das eine Kirche? Ist auch eine Burg. Na, ist egal. Also, ihr seht, wie das Ganze aussieht. Und dann haben wir natürlich hier, ne, je nachdem, wie groß das Ganze ist, haben wir hier verschiedene Anzahlen. Wir können das Ganze auch hier uns anschauen. Zum Beispiel in dieser
Sheraths Grafschaft, da haben wir eben zwei ausgebaute. Wir haben Sherad selbst, die Burg. Wir haben hier drüben in Nier einen Tempel. Ach, das war ein Tempel, ne? Wollte ich ja gerade zeigen. Und die anderen, ne? Die sehen, seht ihr, die sind noch leer. Also die entsprechen halt, so wie es früher war, auf der linken Seite unten, einfach in einem leeren Besitz, wo wir eben was aufbauen können, was wir möchten. Und je nachdem, wann ihr halt startet, ja, ist das halt mehr oder weniger. Wenn ihr den frühen Start nimmt mit 864 und so, dann ist halt sehr, bei sehr vielen Provinzen ist halt wirklich nur die Hauptstadt ausgebaut und das andere ist leer. Also es ist wirklich noch sandboxiger, es gibt noch mehr gefühlt dann zu tun, mehr auszubauen. Und ja, es ist eine ganze Menge, was man machen kann. Es wird im Tutorial alles nur so ein bisschen angeschnitten. Aber zum Beispiel seht hier unten das Besitztum an sich. Das kann man mehrmals upgraden in aller Regel. Das muss man dann eventuell manchmal auch freischalten mit verschiedenen, Technologien, die über die Kultur kommen und so. Es gibt ganz viele Layer hier im Spiel, die wir so nach und nach erkunden werden. Wenn ich euch das jetzt alles versuchen würde, da ein Stück zu erzählen, dann wäre das, glaube ich, echt zu viel. Und ja, man würde sich da irgendwann ziemlich schnell verlieren. Wir sehen auch hier unsere ganzen Vasallen schon teilweise. Ne? Jetzt noch Oberschlesien, von Kujawien, Grafschaft von Gniezno, Grafschaft von Posen und natürlich unser eigenes Zeug. Hört euch ja erstmal alles. Dann müssen wir mal sehen, wie unsere Domäne, also das Zeug, was wirklich uns gehört, dem König, ist hier oben. 4 von 7 haben wir momentan. Auch da sehen wir natürlich wie üblich, wie das Ganze aufgeteilt ist. Das Interface ist natürlich jetzt für uns, ja, die wir CK2 jetzt seit einer Dekade oder so gespielt haben, natürlich eine ganz, ganz neue, andere Sache. Sehr sauber gehalten. An sich finde ich sehr gelungen, dass wir den Charakter auch immer zu jeder Zeit hier unten sehen. Der natürlich jetzt auch nicht mehr einfach nur ein Bildchen ist, sondern tatsächlich animiert in 3D. Und ja, es sieht wirklich klasse aus. Das gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man den Charakter hier schnell sieht und dann hier noch den Ehepartner und dann eventuell hier die Erben. Zum Beispiel diesen jungen Mann, der sieht noch sehr schüchtern hier aussieht tatsächlich. Ja, er sieht wirklich aus wie ein titanischer Verschwörer, also als würde er sich gleich die Finger so, die Hände so reiben. Ja, ja, ich schaffe, ich mach dich fertig. Und naja, und dann irgendwie auf einer Bananenschale ausrutscht, so slapstick-mäßig, so sieht er aus, während er versucht, das durchzuführen. Ja, man kann das auch sehen, also je nachdem, welche Events da sind, dann gucken die Leute auch anders. Und je nachdem, was ihnen passiert, sehen sie anders aus, weil jemand irgendwie heftig dann verwundet wird, dann sieht das auch entsprechend aus. Es ist wirklich grandios, also diese grafische Darstellung von den ganzen Sachen ist schon klasse. Ja. Hier unten sehen wir direkt so ein paar Details zu unserem Charakter. Wir sehen, zu welchem Haus wir gehören, zu unserer Dynastie. Das ist das Haus Piast in unserem Fall. Dynastien haben auch Prachtstufen, die man aufwerten kann. Ja, das seht ihr auch hier oben. Und je nachdem, welche Stufe man dann hat, wenn ich hier draufklicke, kommen wir in dieses Dynastie-Menü hier. Können sie auch umbenennen, wie wir möchten. Ja. Und es gibt eben Vermächtnisse, die wir hier so nach der Zeit freischalten können. Also auch hier ein schönes quasi Achievement-System, ja. Hier geplante Abstammung sorgen für würdige Nachfolger, Blut, ne? Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften, Chance auf neue gute also, ne? Es ist wirklich, wirklich schön. Ja. Es ist, man muss ja sagen, bei uns wurde so ein bisschen, also uns Content Creator und uns Reviewern wurde so ein bisschen, wir wurden ein bisschen an die Leine genommen, ja. Dass wir erst quasi zum Release-Tag hier Sachen releasen können. Wobei ich gar nicht verstehen kann, wieso, ehrlich gesagt, weil der Zustand des Spiels, ich finde ihn eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte kaum Fehler, nur ganz, ganz wenige Kleinigkeiten, die ab und zu mal auftreten. Ansonsten spielt sich das hier schon alles sehr flüssig. Ach, hier Bitum, da komme ich übrigens her, hier aus der Gegend. Aber gut, gehört das eigentlich uns? Ja, es gehört uns. Okay, das können wir schon ausbauen. Jetzt ist eine Mini-Grafschaft, ja, ich baue mein eigenes Dorf hier. Marcinkowice. Wobei die, glaube ich, irgendwie weiter da oben sind, die eigentlichen, die echten. Es gibt den Ort tatsächlich. Sowas wie Martinshausen quasi übersetzt. Naja, egal, ja, I digress, wie man so schon sagt. Also, wie gesagt, es gibt vieles, was man erzählen kann. Darunter sehen wir unsere Legion. Können wir auch anklicken. Und dann haben wir hier sozusagen die Grundsätze. Also wir können auch, ganz viel, also es ist eine Mischung aus vielen guten Sachen aus alten DLCs, die bei CK2 dabei waren. Manches ist auch weggelassen, was vielleicht auch nicht so geil war, ja. So, es gibt hier auch keinen Rat, der uns irgendwie blöd, wie konklavemäßig in unsere Sache reingerätscht. Was war es bisher noch nicht so. Und so mal ein bisschen raus auf die schöne Karte hier. Und da sieht man, ne, die heiligen Stätten, das Katholizismus. Und das Wichtige ist ja dieses System aus Holy
Holy Fury war es, glaube ich, genau, wo man seine Religion reformieren kann und, das, und sich seine Dienste aussuchen kann. Das ist alles mit drin. Wir werden auch relativ schnell hier oben, dürfte eine Heresie spawnen, die dann andere Grundsätze hat und so. Also, ja. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen riskant, wenn man sowas macht hier, ne? Wenn man mit so einem Blob drin ist. Aber es geht auf jeden Fall. Ne? Das ist halt das Coole. Ne? Es geht halt tatsächlich. Und, ja. Sieht hier die Sachen für die verschiedenen Sachen, wenn wir die halten. Ja, Jerusalem fehlt noch, aber das werden wir auch schon bekommen. Das Spiel ist ja nicht umsonst Crusader Kings, ne? Hoffe ich zumindest. So, der nächste Tab, den wir hier unten haben, ist tatsächlich, könnte man jetzt meinen, eher unwichtig. Allerdings die Kultur, die ja zuvor durchaus eine Rolle zwar gespielt hat, vor allem bei der beim Herrschen an sich. Also man hatte ja ziemliche Mali, wenn man ja die falsche Kultur hatte für das Herrschen über eine Grafschaft, wo die Bevölkerung eine andere Kultur hatte und so weiter und so fort. Jetzt ist aber Kultur nochmal sehr viel wichtiger geworden bei CK3, denn das alte Technologiesystem ist weg, zum Glück muss man sagen, weil es ein sehr, sehr komisches und eigentlich echt blödes System war, wo mehr oder weniger alles von einer Provinz dann abhing im ganzen Reich und man eigentlich nur die weiterentwickelt hat und als alle dann irgendwie sich ausgebreitet hat. Jetzt entwickelt man quasi die gesamte Kultur weiter. Jetzt haben wir natürlich in diesem Fall, weil wir hier die Polen spielen und im Prinzip alles beherrschen, was polnisch ist, auch noch das, ja, den Vorteil, dass wir das Kulturoberhaupt sind der Polen. Deswegen können wir als Oberhaupt der Kultur entscheiden, ja, mit was wir uns hier eigentlich so ein bisschen beschäftigen. Ihr seht, wenn man zuvor anfängt in der anderen Epoche, hat man hier erstmal so einen ganzen Baum, den man hier freischalten kann. Das sind hier die allgemeinen Sachen, die sich eben im Militär und Zivil und, ja, auftrennen. Und die schalten eben verschiedene Sachen frei, wie ja, Entwicklungszuwachs hier oder hier zum Beispiel Einheitentypen, gepanzertes Fußvolk und so weiter und so fort. Oder hier in dem Fall kulturell und regional. Das sind spezielle Sachen. In dem Fall können wir die Conny hier haben, weil wir eben hier regional vertreten sind. Wenn ich hier auf die anderen Sachen schaue, seht ihr hier, unsere Kultur müsste in Nordeuropa vertreten sein oder hier im Mittleren Osten. Dann könnten wir theoretisch auch diese ganzen kulturellen Sachen, also es ist nicht so, als könnten wir niemals westafrikanische Kanus haben, ja. Wir müssen nur dort auch eben und die polnischen Leute ansiedeln, dann ist das durchaus möglich. Eigentlich ein sehr cooler Ansatz, der ist theoretisch eine Möglichkeit, wenn man die Kultur wirklich ausbreitet, ganz, ganz unterschiedliche Sachen hier anzunehmen. Es ist halt ein super Ansatz eigentlich, den sie hier verfolgen. Genau, aber wir sind jetzt momentan hier und wir sind momentan witzigerweise interessiert an Stammesherzogtümern, was von uns verlangen würde, Sachen in Westdeutschland zu besetzen, was jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist im Moment. Ja, was sollten wir ansonsten machen? Vielleicht wir sagen, ja, wir könnten das hier machen, unsere Haustruppen verbessern und ihr seht, wenn wir hier drüber hobern, ich glaube, die erste Folge wird sehr tutorial-lastig. Es sind auch so Sachen, die euch das Tutorial nicht wirklich erklärt, also ganz sowas hier. Da seht ihr, 50 in etwa 357 Jahren entdeckt. Das klingt jetzt noch sehr lange, ist auch sehr lange, ja. Aber ihr seht, da spielen eben so Faktoren mit rein. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke, es gibt da verschiedene Faktoren, dann kann ich diesen Tooltip hier festhalten. Und na, ihr könnt dann hier rein, wenn ich hier wieder mit der Maustaste drücke, kann ich das festhalten und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Modi, wie das theoretisch geht. Könnt ihr eine Option auch umstellen. Ich fand das so eigentlich ganz cool. Genau. Ihr seht vor allem hier, ne? Also ein Löwenanteil von dem, was hier dazu beiträgt, dass wir hier Fortschritt bekommen, ist eben die Entwicklung der polnischen Grafschaften. Und da wir die alle quasi besitzen, ist halt, literally sind wir diejenigen, die dafür sorgen, ob wir hier tatsächlich vorankommen. Ihr seht, es ist halt eine Chance wieder, 5%. Das heißt, aber wir können das natürlich hier massiv erhöhen, indem wir unsere Sachen entwickeln. Ja, was sind wir denn? Münzprägung? Was bringt uns das? Entwicklungszuwachs aus 10% im Monat, was natürlich so schlecht nicht ist. Vasallenbande Prieger hatte ich 3. Ja, die Vasallenverträge sind nochmal eine ganz andere Sache. Die werde ich euch noch bei Gelegenheit zeigen. Hey, komm, wir gehen mal hier militärisch, denke ich mal. So, was sind jetzt für Haustruppen hier? Seht ihr hier unten? Im Interesse von 11. Das ist unser Bildungswert, den werden wir uns auch gleich anschauen. Dann sind wir mit diesem kleinen Panel hier unten fertig. Und dann kommen wir mal so langsam zu den anderen Sachen, die hier auf der rechten Seite sind. Wo eigentlich der Hauptteil der UI ist, aber gut. Das passt schon. Also, das ist das alles. Dann können wir unseren Charakter natürlich noch anklicken.
Wir sehen hier im Charakterfenster ganz sehr wichtige Sachen. Wir sehen unsere Titel, wir sehen unsere Ansprüche, sind auch eine ganze Menge. Wir sehen hier eben auch das Gold, das sehen wir hier oben auch nochmal, das Prestige, den Glauben vom Königreich, was wir in dem Fall halten. Und ist unser Haupt, also hier sind halt schnell zusammen unser Hauptdingens hier, Haupttitel. Hier oben sehen wir unsere ganzen Traits, sind fleißig, zornig, großzügig, tapfer, fähiger Taktiker. Also ihr seht hier, es ist eine kleine Trennungslinie. Und das hier sind so die Sachen, die man sich dann teilweise, das ist ja der Beruf, den wir hier haben, das ist halt kampfmäßig, hängt das zusammen. Und das hier, stark, ist ja tatsächlich eine körperliche Eigenschaft. Genau, kräftigen Körper erarbeitet. Also wir haben trainiert und deswegen haben wir das hier. So. Dann sehen wir hier unten durch unsere Familie, Eltern, Geschwister und so weiter und so fort. Hier unten sehen wir zudem noch die Beziehungen, den Hof. Ne? Also hier können wir natürlich wieder die Leute rekrutieren und sie ihnen verschiedene Sachen geben. Wir sehen die Beziehung hier natürlich. Wir sehen hier nochmal die Vasallen, das ist aber nur eine der Ansichten. Das ist ja ein bisschen so wie früher, so konnte man das früher auch einsehen. Haben sie also quasi übernommen. Wir können dort aber auch über hier drüben auf der rechten Seite, wenn wir hier die Reichsgeschichte hier aufmachen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Gesetze mit drin. Wir können hier die Autorität zum Beispiel erhöhen, was es natürlich hier mehr Rechte im eigenen Land gibt. Wir haben hier unsere Vasallen hier unten. Hier, da hat der Wurst von Oberschlesien, den kann ich mich nicht erinnern. Naja. Wir werden uns um ihn kümmern müssen. Seht ihr die verschiedenen Leute? Prinz Władysław von Polen, das ist tatsächlich hier unser Sohn, der auch schon. Nee, das ist unser Bruder. Oh, mein Güte, das ist unser Bruder. Ah, der ist unser Erbe. Ja, und ist unser Ratspitzel gleichzeitig. Er ist ein mächtiger Vasall. So mächtig nicht in Trade, nicht in Eigenschaften. Ist schon ganz gut, dass wir König sind hier. So, dann sehen wir hier, ne, die verschiedenen Beziehungen. Also mit dem müssen wir irgendwas machen. Ja, er will eigentlich wahrscheinlich alles haben, was wir haben. Deswegen mag er es nicht so. So, mit Schenken kann man natürlich auch arbeiten, ja. Schenk ist ein Master für, wie gefürchtet, ein Herrscher. Also ihr seht, der Tooltip ist immens, ne? Aber auch den, wie gesagt, können wir festhalten mit Mittelklick und können uns hier wieder diese Tooltip mit Tooltip-Geschichte anschauen immer. Und das hilft dann hier natürlich immens beim Lernen des Spiels. Man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen, das ist nach wie vor so. Also das Spiel ist jetzt nicht irgendwie einfacher geworden, nicht wirklich. Sondern es ist immer noch relativ komplex. Es gibt viele Sachen, viele Schienen, die ineinander spielen, viele Sachen, die man im Auge behalten muss. Aber es gibt hier ein paar sehr nützliche Tools, zum Beispiel dieses Widget, was wir hier oben sehen. Das ist eine super nützliche Sache. Die gibt einem immer was zu tun in der Regel, wenn man nicht weiß, was man tun sollte. Und das werden wir häufig nutzen, das werdet ihr dann auch gleich sehen. Also dieser Schrecken zum Beispiel ist halt eine Sache, die es durchaus viable macht, jetzt wirklich den großen Tyrann zu spielen, ne? Dass die alle einfach so Schiss haben im eigenen Land, dass sie sich nicht ihr gegen einen auflehnen. Ihr seht da unten, sie können sich keine Fraktionen anschließen, sie können keine Komplotte gegen einen schmieden. Muss natürlich dann arbeiten, aber es ermöglicht halt tatsächlich nochmal mehr, so richtig den Arsch aushängen zu lassen, wenn man da das Ganze tun möchte. Hier unten sehen wir nochmal so ein bisschen Zusammenfassung. Und auf jeden Dubberhofer nochmal ganz genau, wer wie viel uns bezahlt, wie viel wir aus der eigenen Domäne bekommen, zum Beispiel hier an Gold und hier eben an, ihr seht, die Vasallen steuern hier bei uns vor allem halt eben Truppen mit. Selber haben wir momentan so gut wie gar nichts. Können wir uns gleich noch anschauen. Hier im zweiten Reiter ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ihr seht, man kann das Ganze über die ganzen F-Tasten hier aufrufen. Wenn man es halt echt gewöhnt ist, dass das alles hier oben ist, ne, von den anderen Paradox-Spielen. Da sind sie jetzt einen ganz anderen Approach gegangen, muss man sich halt ja, ein bisschen dran gewöhnen. Das sind unsere eigenen Aufgebote und das Militärsystem ist auch so ein bisschen zweigeteilt, eigentlich dreigeteilt, wenn man es ganz ehrlich ist. Es gibt die Aufgebote, das sind die normalen Bauern, ne, so mehr oder weniger schlecht hier ausgestattet. Ihr seht hier auch die Kampfwerte, Zähigkeit 10 und Schaden von 10, die ganz normalen Jungs, die man hier eben aufbieten kann für einen Kampf. Dann haben wir hier, die sind immer mit dabei, die Ritter, das sind tatsächlich unsere, naja, unsere Leute, die Vasallen sind, im Prinzip sind das die wichtigen Leute bei uns. Ritter, literally Ritter, ja, die für uns halt arbeiten, könnte man das so sagen, ja. Und ihr seht auch hier zum Beispiel, momentan haben wir diesen Domavoy als Gast. Guck, ganz schön linkisch hier, ne? Also es ist schon ganz, ganz nice. Also die Unterschiede zwischen den Leuten sind halt jetzt schon auch viel größer, ne? Wie sie gucken.
Der wäre zum Beispiel ein sehr guter Ritter, den man rekrutieren könnte. Wir haben aber ein Limit von den Jungs, ne? Ihr seht, 7 von 7. Wir können das Limit auf verschiedene Arten und Weisen steigern. Da werden wir vielleicht gleich mal gucken, weil die Ritter super stark sind. Also ihr werdet das, man kann bei den Schlachten, die man schlägt, gibt es auch so eine sehr schöne Aufschlüsselung, die man sich angucken kann, wer wie viel erledigt hat. Die Schlachten sind zwar immer noch sehr einfach gehalten, das Kampfsystem ist immer noch sehr einfach. Also da hat sich jetzt nichts groß an Komplexität eigentlich getan. Es ist ein bisschen Stein, Schere, Papierprinzip dazugekommen, das aber gleich noch. Aber ansonsten ist es immer noch relativ einfach gehalten. Das ist nichts, was jetzt einen ja, mit Komplexität überschlägt, würde ich sagen. Genau, und die Jungs hier, die schlagen halt alleine, je nachdem, umso besser sie sind, umso mehr von diesen normal aufgeboten. Das ist schon, da killt halt jeder mal 20, 30 von den Jungs hier. So, die sind auch immer dabei. Wenn ich immer dabei sind, ist das Kriegervolk. Das ist quasi unsere professionelle Armee, so ein bisschen wie das Gefolge früher. Und in dem Fall haben wir als Polen auch noch die Conny. Oder Conny. Ja, so, draufklicken. Die halt nochmal besser sind als die normale leichte Kavallerie, die normalerweise dort oben wäre. Und ihr seht, das steht immer dabei, ne? Conny kontert diese Arten, Bogenschützen. Also es gibt halt Hardcounter für jede Art von Einheit. Das ist Fußvolk hier, kontert schweres Fußvolk. Also das sind hier, ihr seht es an den Dingern. Das ist jetzt nicht so leichte Infanterie im Sinne von leichte Rüstung, kleiner Schild und ein Schwert oder so in der Hand. Ja, das hier ist eher im Sinne von, das sind Plänkler, Scharmützler. Die kontern eben dann das schwere Fußvolk, was zu schwer ist, um hinterherzukommen. Das gepanzerte Fußvolk. Ist ein bisschen inkonsistent mit der Benennung hier. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also hier ist schweres Fußvolk und das heißt gepanzertes Fußvolk. Aber ne, ihr wisst schon, noch gepanzerter, da gibt es dann auch noch. So, die kontert bei uns Polen natürlich alles. Ja. Eigentlich sollten wir da Flügelchen dran haben, dann. Und ja, kontert alles. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und ihr, ich denke, ihr merkt, wie das Ganze läuft. Und ihr baut die hier eben aus auf Level 1. Das könnten wir theoretisch auch gleich noch machen. Bogenkämpfer sind ganz gut, weil sie Plänkler da kommt dann, wenn die KI baut, glaube ich, ganz gerne, habe ich das Gefühl am Anfang gleich das Fußvolk. Also können wir Bogenkämpfer bauen, das machen wir jetzt gleich mal auch zuvor, ja, zu Zwecken hier. Beginnt mit 5 Soldaten, wird dann aufgebaut. Aber ihr seht, wenn ich dann draufklicke, wir können das später auch nochmal weiter ausbauen. Also wir können 5 verschiedene Gefolgearten momentan anheuern. Also wir können nicht jedes momentan, hier müssen wir schon eine Entscheidung treffen. Wir können das aber noch erhöhen. Genau das ist das, die Sache, die wir mit der Kulturforschung hier, glaube ich, teilweise freischalten wollen. Ne? Also wir können Größe des Kriegsfolgsregimenters plus 3, genau, und die maximale Anzahl ist plus 1. Also wir können die hier, Größe hier ist 1 von 5 plus 3 und die maximale Anzahl hier plus 1. Ja, also so spielen oder so beginnen die Zahnrädchen ineinander zu greifen. Ihr merkt schon, viele Sachen sind hier verzahnt. Ach, super. Söldner kann man sich auch anheuern. Genauso wie früher. Ja, stimmt. Dann verschulden wir uns. Und Kriegerorden gibt es auch potenziell, die man dann. Können sogar welche gründen, hier relativ einfach gehalten. So, ja, also das sind Sachen. Müssen wir ein bisschen sparen, aber auf jeden Fall werden wir uns hier ein bisschen austoben. Ja, ich sehe schon die. Ich weiß gar nicht, ob wir die benennen können. Wir werden sehen. Hoffentlich. Genau. Also, das ist mal der Militär-Tab so ein bisschen erklärt. Bevor wir jetzt weitermachen, ja doch, wir machen noch ganz kurz die Daten, dann starten wir, denke ich mal, weil wir da schon ein bisschen hier angreifen können. Ihr seht auch hier, sehen wir unsere ganzen Charaktere hier in voller Größe gezeigt. Sehen wunderprächtig aus. Man sieht auch ein bisschen, ne, der Marschall hier. Ach, guck mal, das ist tatsächlich hier der Fürst von Oberschlesien. Was machen wir mit dir, nur Wurst? Naja, egal. Ihr seht. Auch hier die Beziehung immer gleich angezeigt. Und hier links neben dem Porträt sind die verschiedenen Aufgaben, die wir eben machen können. Statt ein bisschen Aufgebote organisieren. Mittlerweile macht der Erzbischof macht hier unsere Ansprüche nicht mehr. Der Ratskanzler, der macht jetzt primär die diplomatischen Geschichten hier. Wie eben ja heimische Angelegenheiten oder ja, ehrlich gesagt, wir können ihn eigentlich, glaube, gleich mal hier auf die heimischen Angelegenheiten umstellen. Da kann er gucken, dass er sich um uns selber sagt. Aber der ist natürlich jetzt, ne, nicht der geilste Typ daher. Man müsste ihn vermutlich am besten direkt mal austauschen. Andererseits. Graf Mana von Stiels. Das sind alles normale Vasallen, keine mächtigen Vasallen. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich zum Beispiel hier. Ja, Fürstbischof Lambert von Neusandersch. Der mag uns auch noch ein bisschen mehr.
Graf Sigmund von Płock, also sie sind alle ganz gut, sind alle besser als er hier. Keine Ahnung, warum er hier überhaupt mit drin ist. Naja, Graf Tatomir. Tja, wen nehmen wir denn? Den Fürstbischof oder den Grafen? Nehmen wir den Fürstbischof. So, der wird uns jetzt zwar natürlich nicht mehr ganz so, weil er mochte uns eh nicht von vornherein, deswegen ist es egal. Und er kann das viel besser machen, die ganze Aufgabe. Ja, ihn auszutauschen wird natürlich schwierig, weil er wirklich ein großer Vasall ist, wobei wir ihn. Könnten wir ihn woanders sinnvoll? Wir können. Ich will nicht den Typen, der minus 100 hat, hier als unseren Spionagemeister einsetzen. Naja, unser. Wie gesagt, sei auch mal dahingestellt, ob unser Bruder hier der beste Mann für diesen Job ist. Es ist zwar seine einzige Fähigkeit, die er gut kann, aber er ist halt auch der Erbe. Und das ist immer so ein bisschen vielleicht ein kleiner Konflikt für ihn, mit dem er arbeiten muss, dass er unser Spionagemeister ist und uns theoretisch umbringen könnte. Ja, nicht ganz so geil, aber gut, wir werden damit arbeiten. Und tatsächlich können wir den Bischof nicht einsetzen, was natürlich auch relativ authentisch ist, würde ich mal fast sagen. Wir können also das nicht machen, wir können das später, glaube ich, machen, ne? Weltlich widerruflich von Klerikal, ja genau. Also wir können es als Katholik, glaube ich, gar nicht mehr, außer wir reformieren irgendwie den Glauben oder so. Naja, auf jeden Fall wird der ernannt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu dem haben. Und ich denke, das werden wir auch gleich mal versuchen. Wenn wir immer auf den Charakter klicken, dann öffnen sich auf der linken Seite das Charakterfenster. Und hier sehen wir hier, er ist melancholisch. Er sieht ein bisschen traurig aus auch. Wenn wir rechts klicken, dann öffnet sich die, das Interaktionsmenü, das wir auch so kennen. Wir können die Beeinflussung starten, das ist so ein bisschen im Prinzip, wir versuchen uns mit ihm anzufreunden. Ist auch ein Komplott. 20, mindestens 20, ist, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Und der Dämon hat sich verbessert. Versuchen wir es mal. So, da ist das Beeinflussungskomplott. Alles, was so ist, erscheint auch hier und ihr seht das auch interaktiv. Wir können hier überall reinklicken in die ganzen Sachen. Wieso mag er uns eigentlich nicht? Ruhig gegen zornig? Naja, wir werden schon damit leben können. Ein Titel hat er, das wird schon passen. Also, unsere Königin, die ist gerade am Herrscher helfen. Das bedeutet, ihr seht hier, sie verbessert eben hier unsere ganzen Skills. Da geht's auf das, da habe ich noch gar nicht gesehen, ob das charakterabhängig ist. Also sie hat sehr viel Bildung und sie gibt uns, warte mal, vielleicht gibt es da eine Formel. Also wir kriegen überall 1 und bei Bildung kriegen wir 3. Es ist vielleicht pro 5. Würde Sinn machen, wenn es so pro 5 Punkte 1 Punkt, ne? Müssen wir mal testen aus. Ja, sehen wir, ne? Das ist der Klassiker, verbessert unsere Sache. Wir könnten auch sagen, höfische Politik, eine Diplomatietätigkeit, unsere Kriegsführung verbessert, Domänenverwaltung. Was sei Verwaltung wäre so schlecht natürlich auch nicht oder höfische Ränkespiele oder Patronat. Ja, in dem Fall Bildung ist aber eher super gut, aber wir machen mal einfach mal das hier. Sollen uns vor allem was dazu geben. Okay, so, jetzt haben wir das hier mal. Der Rest hier, ihre Titel am Hof. Wir haben hier Gefangene, falls wir welche haben. Den Hof, was wir einstellen können. Wir könnten Ritter einladen. Anspruchsteller einladen. Das geht auch hier drüben über die Entscheidungen. Also das ist das alte Fenster, wo wir die ganzen Ambitionen und so weiter mit drin hatten. Hier können wir auch sagen, okay, Ritter einladen, Anspruchsteller einladen, Pilgerreise gehen, einen Arzt suchen und so weiter. Und hier sind eben die großen Entscheidungen. Ne? Das Volk der Slaven gründet das Großreich von Slavenland. Okay. Ja, wir haben schon Ziele hier. Ne? Westslavenverein ist auch nochmal eine Sache. Orden gründen, ne? Steht alles hier drin, das tut ja vielen Kronen, ein neues Großreich gründen. Bringt ja Piastinas, die Ruhm und Ehre. Das sind so die großen Ambitionen, die wir so haben. Also ich denke, das meiste haben wir hier drin. Ränkespiel haben wir auch ein bisschen gesehen. Da gibt es dieses Druckmittelsystem, wo wir Geheimnisse auch erfahren ab und zu. Das kann dann wieder unser Ränkeschmied, der bringt uns neue Geheimnisse. Und dann können wir die verwenden, um Leute unter Druck zu setzen. So ein bisschen wie das Gefallensystem, aber doch nochmal ganz anders, eigentlich viel cooler, wenn man ehrlich ist. Und ja, dann können wir quasi Leute bestechen mit Geld oder eben, wenn wir ein Geheimnis über sie kennen und so. Also, ne, das ist auch sehr schön ausgebaut. Ja, ein bisschen anders, ne. Momentan kennen wir keine Geheimnisse, sonst werden die überall aufgesetzt und da können wir Leute unterdrücken. Wir können die Leute auch erpressen, also wir können, wenn wir Sachen über sie wissen, okay, du bezahlst mich jetzt. Also es ist quasi ein, man könnte sich eine Wirtschaft aufbauen, wenn man einen sehr starken Ränkespielcharakter hat, die darauf auswählt, Leute zu erpressen. Ja, könnte man alles machen. Und sind wir fast fertig mit dem Charakter, denn es gibt noch den Lebenswandel.
Das kennen wir ja auch, das gab es ja früher auch bei DLC bei CK2, dass wir quasi mit diesem, bei dieses Ringmenü auswählen können. Way of Life, was war das, glaube ich, wie das hieß. Auswählen, in welche Richtung wir vorstoßen wollen. Jetzt sehen wir hier Diplomatie, Kriegsführung, Verwaltung der Gespiel oder Bildung. In unserem Fall, weil wir eine Ausbildung haben, die der Kriegsführung entspricht. Und ihr seht auch, wir haben hier schon 3 von 27 Perks freigeschaltet. Also das heißt, wir haben uns davor auch schon hier gebildet. Wir kriegen hier mehr Erfahrung. Also es ist eigentlich ein No-Brainer, dass wir hier weitermachen. Ihr seht, wir haben schon hier drüben in der galanten Geschichte hier ein paar Sachen freigeschaltet. Das gibt eben immer Boni für uns, ne? Und was machen wir denn hier? Das ist jetzt der eigentliche Schwerpunkt. Die haben wiederum verschiedene Boni. Schreckenszuwachs hier auf Autorität, Ritterlichkeit. Ja, wir machen mal hier, oder? Mehr Schlachtenvorteil für uns. Anziehungsmeinung, Kriegsführung, Erfahrung. Nehmen wir das hier. So. Jetzt haben wir es ausgewählt und jetzt werden wir hier langsam Erfahrung sammeln die ganze Zeit. Je nachdem, was wir machen, wenn wir dann in den Krieg gehen, kriegen wir entsprechend mehr hier rein. Ja, genau, liegt da, genau, so schaut es nämlich aus. Und wir können dann coole Sachen hier freischalten. Vor allem hier ist zum Beispiel das hier, die Königsparade mit mehr Rittern. Dann können wir nochmal mehr Ritter rekrutieren. Ihr habt ja gehört, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, dass die Ritter ja sehr stark sind. Und das macht doch eine ganze Menge aus, wenn man mehr Ritter dabei hat. Werden also natürlich darauf hinarbeiten. Und später gibt es dann sowas hier, galant. Als Eigenschaft erhalten, können wir mal gucken, ne? Kriegsführung, Kampfgeschick erhöht nochmal mehr Prestige monatlich und Anziehungsmeinung. Super Sache. Prestige ist für uns zwar immer noch wichtig, auch wenn wir aus der Stammesphase ja natürlich hier doch schon raus sind. In der Stammesphase ist es nach wie vor, dass man sehr viele Sachen mit Prestige bezahlt. Hier ist es ein bisschen eher dann so, dass man vieles mit Gold bezahlt. Diese kleinen Pop-Ups hier, schnelle Ratschläge, Enzyklopädie. Kann man sich auch alles anschauen und eben das Widget hier, das sagt einem, okay, es gibt Vorschläge, wir können Titel vergeben. Ratschibusch an Herzog Wurst vergeben, ich glaube nicht. Da geht gar nichts mehr. Das nicht vom Erzbischof gebilligt, das machen wir gerade, das haben wir schon begonnen hier. Aber auch hier, das sind quasi Tipps, die euch aktuell sagen, okay, wir können 4 Kriege erklären, wir können 2 Titel erschaffen. 2 mächtige Vasallen warten Ratsposten. Ach, der Tipp ist tatsächlich ein mächtiger Vasall. Ach, deswegen war der da drin. Naja. Wird schon sehen, was er davon hat, wenn er sich auflehnt. Könnt ihr Titel erben? Ihr werdet 2 Erbschaft für Grafschaft von Velun, Herzogtum von Kujavien. Das ist unser. Ja, genau, wenn unser Bruder hier stirbt. Das heißt, wir hätten theoretisch auch eine. durchaus. Oh, wow. Und das Herzogtum von Oberschlesien auch, wenn Wurst stirbt. Wenn ich jetzt ein ränkeschmiedender Charakter wäre, würde mich natürlich versuchen, den Typ hier zu erledigen, ne? Weil der ins echt ein Dorn im Auge ist hier. Ja, weil er halt eigentlich einfach unsere ganzen Sachen haben will. Na gut. Fangen wir mal an zu spielen, würde ich sagen. Jetzt nach über einer halben Stunde. Gut. Wird er wahrscheinlich hier wieder die Kapitel einbauen. Dann könnt ihr so durchspringen, wie ihr möchtet, ne? So Maria von Schiedlitz. Also du wirst auf jeden Fall mal, ich meine, der Typ fasst uns sowieso. Seid ihr mal ehrlich, der wird sich höchstwahrscheinlich eh gegen uns auflehnen. Dann setzen wir doch da eher ihn ein, weil die minus 100 kriegen wir eh nicht weg. Und er ist E13, ist eh ein besserer Marscher, also zack. Dann haben wir den schon mal hier drin. Wir können Bündnis aushandeln. Naja, mit Prinz, das war von der innerhalb unserer. Ja, aber mit Prinz Jevolod von Ruthenien. Das heißt, bitte mit euch an. Das ist gar nicht so schlecht. Also, wir könnten hier, wenn wir hier irgendwelche Geheimnisse oder so hätten, können wir Druckbattle einsetzen. Brauchen wir in dem Fall nicht. Wieso haben wir das eigentlich? Höfling von Prinz Jevolod zufrieden. Prinzessin Ene von dem Bismischen Kaiserreich. Ist der. Ah, das ist unser Cousin. Er ist ein vernünftiger Schurke. Peitschen tut er auch gerne. Sadistisch. Eieiei. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. Schicken wir mal jemanden rüber hier. Und Prinz Stanislav von Ruthenien. Mitglied eurer Familie, ist unser Cousin. Das werden wir hier versuchen. Ja, und das machen wir jetzt auch mal hier. So. Wunderbare Neuigkeiten, sagt Grüß, Cousin. Ich fühle mich durch eure Anfrage geehrt und werde euch gern bei 2 Minuten nennen. Großartig. So. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, falls die Leute aus dem Westen kommen. Sehr schön. Und all unsere Cousins hier mit dran und unserem Bruder natürlich auch. So ist mein unversöhnlicher Lehns. Ja, also die ändern sich, diese Ansprachen ändern sich auch tatsächlich. Ich bin durch euren Fall geehrt und werde euch gerne mal 2 Minuten nennen. Schön. Wir können ja mal reingucken in die Fraktionen.
Zahlen, die keine Fraktion beitreten können, ist hier Prinz Władysław. Ja, der ist nämlich unser Verbündeter. Okay. Ja, ich meine, wir haben ja eine Frau. Wir sind auch noch relativ jung. Man sieht das gleich. Also wegen dem langen Bart hier und so. Aber eigentlich sind wir doch relativ jung. Ja, ich denke, wir werden schon noch einen Erben hier produzieren. Genau, und hier sehen wir unsere Großeltern. Ah, König Wladimir Sviatoslav. Gott. Sviatoslawowitsch von Ruthenien. So rum. Ja, König Mieszko von Polen. Ja, ja. Der gute alte Mieszko. Der hat hier ziemlich viel vereint. So, falls ich mich recht entsinne, müsste das gewesen. Es gab ein Spiel, das hieß Polanie. Da konnte man ihn spielen. Das war ein Echtstrategiespiel, uralt. Aber super coole Sache. Wenn man Pole ist, schätze ich. Also oder ein halber Pole oder ein Viertel Pole oder was auch immer. Vielleicht auch als Deutscher. Weißt du nicht, es gibt da keine Option, Polen zu überfallen. Deswegen ist das immer schwer zu sagen. Macht nur Spaß, ne? Macht nur Spaß. So, wir entpausieren das erste Mal. Wir haben ja ein bisschen Geld, theoretisch. Kriege erklären. Wir können, glaube ich, im Norden ziemlich viel natürlich Kriege erklären. Ja, von Jadwinga. Milzas von Preußen. Und gegen Routine, was wir nicht wollen. So, sündhaft Fürstbischof bloßgestellt. Alphonkassismus wurde um 10 gesenkt. Eieiei. Ja, der Gepard. Fängt ja schon wieder gut an. Und hier ist übrigens der Komplottvorschluss hier, dem uns zu beeinflussen. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz unsere Domäne hier an. Ja, in Krakau selbst haben wir sogar noch drei weitere Baronien. Also könnten natürlich, also das ist natürlich eine Hauptprovinz hier in Polen. Zwingendermaßen ist hier ist auch gar nicht so schlecht. Lass ich mal kurz gucken. Im Prinzip, ja, wir, ja doch, das ist tatsächlich eine der mächtigsten drüben. Ich glaube, Oberschlesien ist auch, glaube ich, ziemlich groß, ne? Und das ist das Herzogtum von Niederschlesien. Ja. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Ah, nee, doch, die sind auch relativ übersichtlich, ehrlich gesagt, ne? Es gehören halt viele dazu, viele kleinere. Da sind wir schon ganz gut hier unterwegs. Also, man sieht auch hier immer direkt runter, ne? Wie viele wir hier rausbekommen. Wenn wir gleich mal schauen, es gibt auch so eine ganz geschickte Sache, da sind ungefähr 4000 Mann am Start. Wenn wir zum Beispiel hier direkt jemanden den Krieg erklären wollen, müssen wir jetzt auch gar nicht groß drum herum gucken. So, Glande von Galindien. Wenn ich jetzt draufklicke, können wir sagen, okay, Legionskrieg um das Königreich. Können wir nicht machen, weil Hingabestufe ist mindestens ist niedriger als Tugendheld, glaube ich. Wir könnten nur um eine Grafschaft machen. Aber ne, so können wir uns natürlich auch langsam aber sicher noch weiter nach oben ausbreiten. Idealerweise machen wir das natürlich das Ganze in Pommern und in Preußen und in Latvia und alles hier oben und nehmen quasi hier Litauen ein, bevor es hier irgendwie groß wird. Ja, genau. Und dann schauen wir mal. Ja, die Petschenecken, unglaublich, ne? Gut, das wird schon passen. Also das ist so der Standard, den wir, glaube ich, gehen sollten hier nach Norden. Okay. Das werden wir bald haben. Grafschaft von der Rajibusch. Nee, das kriegst gar nichts. Du kriegst gar nichts. Was wollen wir denn ausbauen? Ja, am nächsten sind die Sachen auszubauen, die unsere Hauptgeschichten hier sind. Wir könnten gleich nochmal ganz kurz gucken hier. Nachfolge. Wir haben eine nachfolgerechte Erbteilung. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Das heißt, ne, das ist natürlich eine Sache, die wir eigentlich umgehen wollen. Was wir hier verbrauchen, das für eine Primogenitur, das ist eine Bundteilung. Dann werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Werden sämtliche. Okay, ja. Großteil. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Also, eigentlich wollen wir das hier natürlich haben, ne? Pika ist ganz normale Erbrecht. So, wir brauchen polnische Kultur, hat nicht die Innovation Primogen. Oh Gott, ich hab die noch gar nicht. Oh mein Gott. Primogenitur gibt es nur im Spätmittelalter? Nein! Okay. Na, das könnte sehr gut werden hier. Ja, wir sind also erstmal stuck mit Erbteilung, würde ich sagen, ne?
Genau, also wir werden natürlich erstmal gucken müssen, dass wir eine möglichst kleine Familie haben. Und die sind auch hier unten, ne? Also bei den Gesetzen, wenn wir hier sowas Großes beschließen wollen, dann müssen die ganzen wichtigen Vasallen auch quasi zustimmen. Ja, zwischen Marian und unser Bruder sind hier natürlich dafür. Okay. Also idealerweise, ne, Bundteilung ist das erste, was sie machen könnten. Das müssen wir, da machen wir auch jetzt ins Hochmittelalter vor. Ja, das wird also erstmal ein Spaß werden, natürlich hier. Weil wir ja eigentlich immer den Großteil unserer Sachen hier verlieren werden. Aber zumindest Krakau sollten wir echt ganz gut behalten. Genau, ich habe es nochmal bestätigt. Also, wir kriegen also Krakau selbst ausbauen, lohnt sich immer, weil wir das auf jeden Fall behalten sollten. Das ist ja hier unser ja, Reissitz. Okay. Ja. Jetzt Gebäude. Also wir können einerseits das Grundsätzliche hier ausbauen. Kostet natürlich eine ganze Menge. Ihr seht, mit uns Geld in dem Fall. Mehr Festungen, mehr Aufgebote und mehr Garnison. Also das ist grundsätzlich gut. Dann haben wir hier unten bei den normalen Gebäuden auch eine ganz große Auswahl an Sachen. Belagerungswerke, glückliche Rüstkammern. Lager 300. Also ihr seht, eine Aufgebotsgröße 20%. Im Prinzip so ähnlich wie früher, nur dass wir halt auch noch jedes dieser Gebäude, und ihr seht, es gibt schon so einige davon. Lustschlösser. Schön. Glückliche Reservate. Ne? Sowas hier. Viel Einkommen für uns. Sowas sollten wir natürlich schnell machen, dass wir mehr Geld bekommen. Und wenn wir draufklicken, diesmal haben wir die Herrenhäuser hier, die uns Geld geben. Die können wir, wie ihr seht, auch in sehr vielen Stufen ausbauen. Ja. Und ist auch eine sehr einfache Art und Weise, das ganze Gebäudebausystem noch ein bisschen aufzubauen, ne? Indem man es einfach ausbauen kann, die ganzen Sachen. Ja, 5 Jahre dauert das, aber es hilft nochmal noch einiges. Gusshöfen. Da stehen die umliegenden Felder, Wälder und Außengebäude. Ja, großartig. So, es ist halt die Frage echt, wie ihr, was ich eigentlich zeigen wollte, war ja eigentlich das hier. Ne? Wenn ich jetzt hier draufklicke und den Krieg erkläre. Weil ich kann es auch hier schon sehen. Ne? Stärke ist weit unterlegen als unsere. 5 Ritter. Er baut leichtes Fußvolk, also da bauen wir natürlich gerade schon den perfekten Counter dafür hier. Also wir haben ihn eigentlich schon. So, könnte man auf Größe 2 jetzt erhöhen. Seht, wenn die aufgebaut werden und so, kosten die mehr, als wenn die dann tatsächlich stehen. Ja, ich denke, es macht eigentlich wenig Sinn, hier zu lange zu warten. Versuchen wir erstmal hier einen Keil reinzubringen, ja. Echt Chmelmo als erstes zu nehmen. Dann sehen wir gleich mal in der ersten Folge einen kleinen Krieg, was, denke ich mal, für euch auch recht interessant sein wird, sich das anzuschauen. Okay. Milas von Preußen. Krieg erklären. Uns Krieg um Grafschaft. So, es geht jetzt momentan um Sassau hier, oder Sassen. 1, 2, 3. 2, 3. Ich denke, wir nehmen jetzt mal hier immer hier, oder? So. Kostet uns natürlich Pietät in dem Fall. Genau, Forderung erzwingen. Des Ziels. Er ist weit unterlegen. Er hat einen Verbündeten. Auf Gebiet der 648. Und 1310 sind seine eigenen Leute. Er hat natürlich dadurch, dass man Verbündete hat, da ist halt der größte Vorteil. Umso mehr Leute man dabei hat, umso mehr Ritter haben wir dann eben was dabei. Aber wir machen das immer. So. So, und da geht's los, ne? Alle Armeen ausheben, die Musik. Die Verfahren spielen. So. Alles hier. Den Sammelpunkt kann man natürlich auch verändern. So, wir könnten tatsächlich auch. Können wir den Krieg rufen, genau. Prinz Jevolot. Er wird annehmen. So. Und er wird auch annehmen. Ja, umso weniger Verluste wir machen, umso besser. Seid ihr grüßt, Cousin? Natürlich werde ich mich in diesen Krieg anschließen. Also jene werden lernen, die Männer von Tscherdigow zu fürchten. So, die Männer von Pereslav sind auch dabei. Großartig. So, das sind unsere verbündeten Armeen. Also gemeinsam mit denen, ne, haben wir eine richtig ordentliche Streitmacht hier aufgestellt. Ich muss mal schauen, wir können, glaube ich, können wir eigentlich als Räuber ausheben? Nee, können wir nicht. Also das geht da, zuvor geht das noch in der Epoche. Also man kann sich auch als Pole hier mit in der Gegend rumplündern. So, unsere Armee ist gleich vor Ort. Ich glaube, wir führen auch persönlich hier an, genau.
Vielleicht bei Desktop der Kühne ist hier der Anführer. Wir könnten hier eine Armee auch abteilen oder halbieren das Ganze, wenn wir das möchten. Ihr seht hier den Befehlshabervorteil. Das ist der effektive Vorteil, den wir dann haben. Jetzt mal tatsächlich über die Brücke. Okay, aber er ist vorher raus. Okay. Versuchen wir ihn da hinten abzufangen, hier im Wald. 100 Bogenschützen sind unser Gefolge. So, jetzt kriegen wir ihn, oder? Ja, so, und jetzt haben wir kurz hier die Pause. So sieht das im Schlachtfenster dann aus. Die Schlacht von Flatow im Wald. Versorgungsschwelle minus 10%. Schlachtenblatt ist 90%. Vorteil für den Verteidiger plus 3. So, jetzt seht ihr hier, dieser Wert hier symbolisiert im Prinzip den Endvergleichswert ohne die ganzen Würfelgeschichten, die dazukommen. Das ist jetzt erstmal der Wert. Ihr seht, wir haben also schon mal einen massiven Vorteil aufgrund von führt eigene Truppen an, niemals aufgeben, Schwerpunkt auf Ritterlichkeit, Waldkämpfer und den Kriegsführungswert unseres Befehlshabers. Der wird jetzt wirklich mit seinen Leuten. Dieser junge Mann hier, wirklich feindlicher Befehlshaber, Häuptling Milsas von Preußen selbst, also hier König gegen König quasi, beziehungsweise Häuptling gegen König. So, und wir sind Waldkämpfer, was natürlich der größte Vorteil für uns hier ist, in dem Fall. So, ich lasse es mal laufen. So, es wird hier gekämpft. Und ihr seht, auch das hier, diese Güte, die ist so zu verstehen, das ist ein bisschen das Verhältnis zwischen zwischen Aufgeboten und den eigentlichen Berufstruppen, ja. Er hat natürlich weniger Männer insgesamt, hat aber trotzdem ein Aufgebot dabei, deswegen hat er quasi Elite-Güte. Chavis spielt da auch nochmal eine Rolle, wie man hier sieht. Aber ja, ansonsten ist das hier, das wird doch bei uns steigen, indem wir hier ein bisschen weiter ausbauen. Ihr seht, jetzt wo die Aufgebote ausgehoben sind, verlieren wir auch Geld, ne? Also das kostet eine ganze Menge. Und auch unsere Berufsleute kosten im Krieg mehr. Aber wie gesagt, der sollte nicht besonders lange dauern. Die Räuber von Graf Gavril hier hinten, aha, überfallen uns gerade. So, oh wow, wir haben schon, ja, das war so ein Moment. Hier, also wir haben schon gewonnen, weil wir ihn gefangen genommen haben. Schauen wir uns das hier kurz an. So, das ist jetzt der Sieg hier, den wir hier erfochten haben. Wir haben 111 Mann verloren, er hat 437 Mann verloren. Also das sind jetzt auch die wirklichen Verluste, nicht die Leute, die weglaufen nur. Hingabe gab das für uns, eine ganze Menge Ruhm gab das für uns. Und Kriegspunkte theoretisch, 9% dafür. Aber hier, Details. Hier können wir uns nochmal ganz genau anschauen, ne? Welche unserer Truppenarten hier geleistet hat. Und, ja, wir haben so einen der gegnerischen Ritter auch erledigt hier offensichtlich, ne? 4 von 5. Wir haben eine 5 von 7, was natürlich jetzt auch eigene Verluste. 2 unserer Ritter hat es erwischt. Wir können gleich mal schauen. Also es ist durchaus nicht ungefährlich, ja, hier die ganze Zeit die Leute einzusetzen. Allerdings ist es so wichtig, immer wieder neue Ritter zu holen. Aber ihr seht schon, ne? So, klar, auf Kula ein bisschen was gekillt, die Bogenkämpfer auch. Aber die Ritter, 82 Mann alleine. Könnt ihr mal schauen. So, Graf Watzlaw, Lutoslaw, ja, Graf Jan von Posen, Herzog Wuss von Niederschlesien. Oh mein Gott. Doch nicht der gute Wurst. Wie konnte das passieren? Ich bin bestürzt. Zutiefst bestürzt. Oh mein Gott. Ja, das macht sich also von selbst. Der Typ ist einfach erledigt worden hier. Wurde von Karatas in der Schlacht erschlagen. Am 18. November 1067 im Alter von 22. Meine Güte, Wurst. Ja, zumindest haben wir Karatas, wir haben ihn also gerecht, muss man so auch sagen, ne? Ja. Also cool aufschließen. Warte mal, heißt das, das bedeutet doch jetzt, dass wir seinen Titel geerbt haben wieder, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Moment, weg hier. So. Das ist das Herzogtum von Kleinpolen. Ja. Okay, wir haben es auf jeden Fall noch nicht. Oder hat er auf die Schnelle irgendjemanden gezeugt hier? Herzogtum von Niederschlesien gehört jetzt. Ach, guck mal, tatsächlich. Herzogin Danuta. Dunin-Dynastie. Naja, lohnt sich auch nicht, sie zu erledigen. Sie hat ja gleich einen Erben am Schluss. Okay, aber wir können aber tatsächlich den Krieg beenden. Den ersten Religionskrieg hier im Norden. Wir werden nämlich nicht irgendwelche komischen Ritter hier holen, um uns zu helfen. Wir werden die Heiden hier oben selber besiegen. Dann sparen wir uns diese ganze Deutschritter-Geschichte hier oben und kommen sowieso besser weg. So, wir können also die Forderung erzwingen, weil wir ihn gefangen genommen haben. Wir kriegen Prestige, Hingabe, wupp. So,
an den hysterischen König Boleslav. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Diesen Vergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Oberhaupt Milsas, mit Verlaub von Preußen. Das Ziel des Werner-Riedel von politischen Herrschern übernommen und alle katholischen Herrscher zu Vasallen von euch. So sei es. So. Prächtig. Wir werden trotzdem hier überfallen, deswegen werden wir uns darüber noch nicht auflösen, sondern schicken uns sie darüber. Gut. Unsere Kombatanten getötet. Mach das mal weg hier. Wir haben auch das und das. War mal sonst, glaube ich, keiner dabei. Ja, also das sind, wie gesagt, das sind diese Plünderungen, die hier so angezeigt werden. Kann man aber natürlich, wenn man hinläuft, auch erledigen. So, wir gönnen uns jetzt mal tatsächlich nur die Verluste hier. So, Helmut gehört jetzt natürlich uns. Das wird denen nicht gefallen. Denn das sind alles Preußen hier. So, wir können gleich mal versuchen, unseren Marschall. Linksklick können wir das immer machen. Oh, wow, tatsächlich. Huh. Na gut, dann schickt ihn mal hier hin. So. Also Kontrolle haben wir hier. Jetzt mal gucken, wer macht denn die Kultur? Gemeinde bekehren. Ihr seid ja alle auch komische Leute hier, ne? Kultismus, 100%. Widerstand gegen Bekehrung. Jetzt warte mal. Ja, doch, Willidismus. Lass es mal weiterlaufen. Aufgabe beendet. Graf Meiner von Steins hat die Aufgabe mehr Kontrolle in der Gemeinde beendet. Ja, das ging ja schnell. Ja gut, dann machen wir weiter hier die Aufgebote ausbilden und organisieren. Aufgebotsgröße und Verstärkungsrate. Ja, weniger Unterhalt ist, glaube ich, ganz gut. Hat er nicht gesagt, dass er damit fertig ist? Ne, er ist noch nicht damit fertig. So, Kultur ändern. Wird halt auch so eine Seil werden da oben. Du machst Steuern, glaube ich, gerade. Ne? Ja, Kultur fördern ist auch in der Nähe eine Sache. Hm. So. Also ihr seht jetzt die Icons. Wir bekehren, wir fördern die Kultur. Machen wir mal. Das Ganze gehört ja jetzt theoretisch auch uns. Königreich von Litauen. Ja, das Wenden, das gute alte Wendenreich, das könnte man jetzt auch wieder gründen. Das Herzogtum von Masuren. Na gut. Also wir können natürlich hier unten, wir können mit Plus und Minus hier die Geschwindigkeit auch erhöhen, ne? Und verringern entsprechend. Schwanger! Schicksal meint es gut mit mir. Meine Germanin, Königin Vyacheslava trägt mein Kind. Großartig. So, ich glaube, der Typ ist weg. Jetzt können wir unsere Leute auch wieder auflösen hier. Oder? Warte mal. Ja, er ist da hinten, nach hinten abgehauen. Ist okay, also alle auflösen. Geht nach Hause, Jungs. Jetzt gibt es auch wieder Geld für uns. Und jetzt sollten wir schleunigst dran gehen, unsere Hauptprovinz hier weiter auszubauen. Und wir haben anstatt unten Dorf auch noch. Ketzerei. Ah, da sind die Lollarden in Österreich. Unglaublich. Ja, Herzog Ernst aus Österreich hat der Welt verkündet, dass er und seine Vasallen zum lollardischen Glauben konvertiert sind. Wow. Desinszeniert von den Lehren der katholischen Priester sehen die Adligen aus Österreich den Klerus nicht länger als rechtschaffen und treu an. Als Lollarden sind sie der Überzeugung, dass ihr neuer Glaube dem Willen von Gott entspricht und sie distanzieren sich von ihren ehemaligen religiösen Institutionen. Ja, wir könnten jetzt tatsächlich sagen, na, es gibt also, ja, wir könnten tatsächlich sagen, okay, das hört sich eigentlich gut an, wir konvertieren direkt, aber es ist natürlich ein bisschen, ne, wollen wir natürlich nicht machen. So, wir können uns das Lollardentum gleich mal hier angucken. Hier die Glaubenskarte, die sind jetzt hier. Und die können sich das auch, durchaus auch ausbreiten. So, was hatten das für heilige Stätten, das Lollardentum? Naja, dieselben wie die Katholiken, was ja eine katholische Geschichte hat. So, organisierter christlicher Glaube trachten wir als feindselig. Bilderverbot. Die Erinnerung von Abbildungen und Darstellungen hat viel zu viele blind gemacht für die göttliche Wahrheit. Pazifismus haben sie. Und Literalsinn. Kann mit den Fürsten des Reichs debattieren. Das war eine Kosse, wodurch man die Abstimmigkeit gewinnen oder verlieren kann. Okay.
Sünden des Sadismus, Rachsucht, Zorn und Lüsternheit. Tugenden sind Gelehrte, Intellektuelle, Nachsichtig. Eigentlich klingt das gar nicht so übel, ne? Alles. Wenn man so ganz ehrlich ist, ne? Leinenpriester des Schaffen. Monogamheitsarten, vor der Zustimmung halt und Legitimierung. Also, ne, es ist durch die ganzen Sachen hier, das coole System aus Holy Fury, da sind die Religionen dann so cool gemacht. Also, vielleicht machen wir irgendwann unseren Hyperkatholizismus hier. Den Glauben an Erzengel Michael oder sowas hier, der unsere Truppen zum Sieg führt. So, nicht nur erst bestimmt, das versuchen wir gerade immer noch. So, Herzog Otto II. Von Bayern konvertiert zum Lolladentum. Meine Güte, die Bayern. Ja, aber das meine ich nämlich. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier kurz aufploppt und dann wieder verschwindet. Also es sind zwei Herzöge übergetreten. Oh mein Gott. Hoffentlich bleibt das von unseren Grenzen hier fern. Also was könnte natürlich auch dazu führen, dass es hier große innere Konflikte gibt im Heiligen Römischen Reich, was uns natürlich nur zugutekommt, ne? Weil mit so einem riesigen Reich hier zu, arbeiten, nennen wir es mal so, ist natürlich schwieriger, als wenn das zu verhalten ist. Könnten wir uns vielleicht die böhmischen Gebiete hier mal einverleiben oder so, das wäre ganz cool. Okay, also was können wir denn alles machen? Wir können, ja, wieso sollten wir? Pass von den Besitzern mal nichts an der Regierung, oh. Ach so, weil das ist eher, hier nur ist tatsächlich noch eine Häuptlingsgeschichte. Zumindest könnte man das denn geben? Wie könnte man das geben? Mateusz Leszek, Żelibrat. Ja, Leszek ist ein guter Krieger. Er ist leichtsinnig, ein guter Strateger tatsächlich. Er ist keusch. Das ist aber gut, dann wird das am Ende wieder an uns übergehen. Könnten wir, glaube ich, echt machen, ne? So, Leszek. Hat sich Meinung von euch für 50 Jahre? So, Leszek von hier ist jetzt unser Vasall. Wir sind auch weit weg von unserem Vasall-Limit. Das findet man auch hier im Reis. Hier sind hier 50 von 40. Also da muss man uns doch keine Sorgen machen. So, was haben wir denn hier? Katzerei mit. Gibt sich da selber hin? Herzog Ottokar. Oh mein Gott. Was? Junge, Junge, Junge. Ha! Schaut euch das an. Na, das ist ja richtig heftig. Ah, ich schätze, es muss Krieg geben. Gott will es. Wir müssen diese Ketzerei beenden. Ich sehe echt direkt an der Grenze. Wow. Oh, eine hilfreiche Warnung. Was ist das denn? So, wir pausieren mal. Ich habe ein Schreiben von Oberhäuptling Milasch von Preußen erhalten. Ihm wird behauptet, Graf Wrocław, mein Vasall, hätte Unterstützung in einen Komplott gegen mich erbeten. Ich schätze nichts mehr als Treue, schreibt Misas in seinem Brief und deshalb teile ich diesen Wissen mit euch. Der Typ, den wir gerade bekämpft haben, sagt, wir werden ihn zur Rede stellen. Der Wasser wird die Beleidigung zu seinem Vorteil nutzen. Haus Liss, Graf Franczersk. Ich kann dem Oberhäuptling nicht trauen. Meine Vasallen haben meine volle Unterstützung. Ja. Machen wir das mal, weil ganz ehrlich, ist irgendwie schwer zu glauben, dass die irgendwas gegen mich schmieden. Da bin ich mal ganz ehrlich. Zumindest Danuta. Minderjährig. Und Graf Pavel von Possessen. Die zwei Jungs, und die zwei Leute, die gestorben sind, sag ich mal, im letzten Krieg. Ja, geht eine ganze Menge ab hier oben. Mehr Räuber. Wäre ich kein Grund, schon aufzuhören hier. So, ich werde hier Gdańsk. Halt. Beziehung gegen euch ist geschaffen. Da ist sie. Grafschaft von Hjelmuard. Nun preußische, vilistische Populisten mit. Ja, das ist schon klar. Ne? Wir versuchen die ja gerade zu bekehren. Das wird ihnen nicht gefallen. So, also wir können auf jeden Fall gegen ihr Pommern hier vorgehen. Wir sind ein bisschen stärker. Aber ich denke, das wird mir trotzdem eine gute Entscheidung hier sein. Machen wir den Krieg um Schwert hier.
Als guter Christ müssen wir diese ganzen Ketzer hier natürlich bekehren. So. Dann machen wir direkt weiter. Alle Armeen ausheben. Haben wir eigentlich genug Ritter? Das ist eine gute Frage, ha? Huh? Ah, doch, es sind. Mach mal so. Haben wir gleich ein paar Leute hier, die nicht besonders gut sind. Und wir nehmen dich noch hier mit, das ist noch halbwegs akzeptabel. Sonst sterben uns die Leute hier ständig weg. So. Marschieren wir. Auf nach Norden. So, mal gucken, ob nur noch zwei Stück auf Sigmund von Płock. Was kannst du denn, Sigmund? Du bist auch ein guter Marschall. Du wärst auch hier. Aber du bist noch auf plus 5. Das ist also noch nicht ganz so schlimm. Der andere ist Fscherbo von Jack. Was kannst du denn? Die ist alles Ritter. Aber ansonsten kann der halt echt gar nichts. Naja gut, wir werden uns erstmal damit so begnügen müssen. Was ich machen wollte, ist gucken. Wir sind erst in der Folge nach Kiev. Es sind immer noch keine Kinder, unser Bruder. Können Kinder Isaslav den Krieg erklären? Nein. So, dann machen wir jetzt mal auf den Weg und hoffentlich eigentlich sollten wir das nochmal erhöhen hier zumindest mal. Auch wenn jetzt im Krieg ein bisschen oll ist, aber gut. Hier wird schon gekämpft. Am meisten Jüterborg. Ja, ja, so einiges geht hier vor offensichtlich. Mein Sohn, mein Erbe. Euer neugeborener Sohn ist euer neuer Erbe. Sehr schön. Einen guten polnischen Namen soll er haben. Pstuj, Gościewuj, Jaksa, Eustache, Jakusz, Sambor, Janko, Witt, Twardomir, Snowit, du drück. Nein. Natürlich nicht. Er wird den ganz klassischen Namen Putgor bekommen. Putgor Piast ist unser Erbe. So, ne, ihr wisst ja, die Patreons und Kanalmitglieder, die werden hier natürlich bei der Namensvergabe bevorzugt. Also wenn ihr hier auch vorkommen wollt als Erbe oder als allgemein als Kind oder als dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Die Unterstützungsmöglichkeiten stehen alle in der Videobeschreibung. So. Ja, lass mal hier rüber gehen. Ich würde die Flussüberschreitung hier gerne. Oh ja, im Wald kämpfe ich gerne mit dir. So, kriegen wir ihn denn? Scheint sich hier zurückzuziehen. So, ja, komm. Kriege ich dich im Wald? 25. März. 22. Ich krieg ihn. So, kriegen wir den Waldkämpfer bei uns wieder. So, wir haben jetzt auch den ersten Kriegsführungsvorzug hier freigeschaltet. Das heißt, wir haben hier genug angesammelt. Wir könnten jetzt zum Beispiel eine Sache hiervon weiter hochgehen. Aber ich denke, jetzt macht auf jeden Fall Sinn, dass wir hier die Anzahl unserer Ritter erhöhen. Die Königsgarde. Die werden natürlich hier nicht mehr angreifen können. So, wir haben nur einen Vorteil von plus 7. In dem Fall. Hohe Güte unserer Güte ist überlegen. In dem Fall. Er hat 6 Champions, wir haben 7 Ritter. Champions sind halt die Stammesvariante von Rittern. So, da kommt der Beschuss unserer. Das war die frühe Schlachtphase und sie haben eigentlich schon verloren. Gut, großartig. Wir können mal hier rüber. Unsere Leute schon mal schicken. Um die Grafschaft geht es ja hier drüben. So, verbündeter Kommandant getötet. Graf Gottili von Lebus wurde erschlagen. Der Schlacht von Santok, das ist bedauerlich. So, wir haben Gefangene. Bürgermeister Jakusz von Vukra. Okay. Aber wir haben es auch geschafft, unseren Bischof zu beeinflussen. Jetzt ist er auch auf plus 9. Sehr schön. Unsere Cousine wurde bei der Belagerung getötet. Ist ein Jevkraxia wurde getötet, während du lang von Torschok. Wo ist das gewesen? Ja, ich wollte schon sagen, das muss ja irgendwo hier drüben gewesen sein.
Ah, Routinien hat hier was erobert. Interessant. So, und wir haben immer noch dieses Event hier. Wer ist das denn? Fern der Heimat. Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Er wartete seit einer Woche vor den Toren der Residenz, lässt meine Weiher mich wissen. Der Mann verbeugt sich tief. Mein Name ist Shemaria, Euer Hochheit. Ich bin weit gereist und habe vieles gesehen, aber ich bin des Reisens müde. Wenn ihr mir erlaubt zu bleiben, werde ich gerne mein Wissen über die Welt mit euch teilen und euch treu dienen. Ja, ich dachte, das ist tatsächlich ein Jude. Ich dachte schon, dass es einer ist. So ein reisender Jude, der unsere Dienste jetzt hier anbietet. Normalerweise sind die ja recht gute Verwalter. Scharfsinniger Intellektueller. Er ist auch schlau. Könnten ihn fürs Brüten benutzen. Oh Gott. Und ein Administrator. Dafür, dass er so viele Plusdinger hat, aber echt schlechte Stats hier, ne? Landlos in Krakow. Das wird mir vorgeführt. So, was machen wir denn? Schweißdruckmittel gefallen gegen Shemaria. Wendet euch Gott zu, dann werdet ihr hier eine Heimat finden. So, er würde tatsächlich auch konvertieren, in dem Fall. Warten Sie als böse. Wir haben jetzt gleich keinen Platz hier. Könnt man auch so, dass ich meine, ihr seht doch die Anspannung, das erste Mal ansteigen. Das ist dieser Stressmechanik, den kann ich euch gleich mal zeigen. Wendet euch Gott zu, dann werdet ihr hier eine Heimat finden. So. Trubel haben wir also hier gegen ihn. Großartig. Unersättlich ist er. Nachsichtig, feige. Naja, mal gucken, ob wir mit ihm für ihn. Ja, wir könnten ihn ja hier was verwalten lassen im Norden. Vielleicht die neue Provinz oder so. Das wäre interessant tatsächlich. Shemaria 39. Wäre eine Idee, dass wir da eine Republik hier gründen. Natürlich noch interessanter. Weil ich glaube, die sind gar nicht im Spiel, ehrlich gesagt. Also nicht so, wie wir sie früher hatten. Die sind, glaube ich, immer wegen ganz ausgegangen. Und Handel gibt es eigentlich, so gesehen, momentan auch keinen. Aber das alte Handelssystem war ja auch sehr aufgesetzt. Ich hoffe, dass sie dann mit der Zeit vielleicht dann irgendwas Wichtiges hier einführen, was den Handel angeht. Genau, das hier ist das Stressmeter. Anspannungsstufe 0 haben wir gerade. Ihr seht, nächste Stufe ist bei 100. Und das ist halt im Prinzip die Stresslevel, die werden halt so ein bisschen... Früher war das ja so, ne? Du hast halt irgendwelche Events gehabt und dann gab es, was eben gestresst oder eben nicht. Und jetzt ist das halt so eine graduelle Sache, die man so ein bisschen mehr kontrollieren kann. Oder auf jeden Fall besser einsehen kann, wie gestresst man jetzt wirklich ist. Ich denke, wir schauen uns das zurück. Also das können wir jetzt wegklicken, genau. Das ist auch eine super Sache. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Das war, genau, der König Isadav gegen Grafschwester von Dorohoi. Ah, okay, interessant. Oh mein Gott. Na, ich wollte schon sagen, ne, das sieht nur so aus, ne, die sind nicht zerfallen. Ja. Das wäre es ja gewesen. Ein geschwächtes Routine würden wir natürlich auch gerne besetzen. Aber gut. Verwaltung. Grafschaft von Jelmo hat willkommene Verwaltung für 5 Jahre erhalten. Sehr schön. Das ist die neue Grafschaft hier oben. Heißt Reizverwalter und Vasall zufrieden, genau. Besitzungsstand plus 10%. Gute Sache. So, und das dauert alles noch eine ganze Weile, wie ihr hier seht. Das wird gar nicht so leicht werden, das hier alles zu bekehren. Jetzt die neuen Sachen, die wir hier dann erobern. So, da kommt sein Verbündeter. So, wir versuchen mal, seine Armee direkt hier abzufangen. Ja. Kriegen wir ihn dann? 25. Mai. Ja, okay. Knapp, aber wir kriegen ihn. Natürlich hier numerisch ja stark überlegen. Auch wenn wir hier über den Fluss, glaube ich, mussten. Weil wir keinen Malus haben. Ist wieder im Wald. Das ist genau unser Terrain hier. Schlagen sie sich hier. Habe ich jetzt geklickt? Nee. Wollte schon sagen. So, versuchen wir ihn da abzufangen. Seht, es sammelt sich natürlich auch so langsam hier das Zeug. Könnt natürlich auch belagern. Schlachten sind natürlich immer gefährlich. Unser Rittergraf Václav konnte Bürgermeister Pavel verwunden. So, unser Rittergraf Jaroslav konnte Bartosz verwunden. Seine Champions fallen wie die Fliegen hier. Dritter Bürgermeister Chesnik konnte Bürgermeister Pavel verwunden. Sehr gut. Jawohl, da wurde er richtig ausgepeitscht hier. Und wir versuchen das Ganze hier mal zu übernehmen. Hier wird auch unter unseren Vasallen gekämpft. Das sind hier
Die optimale Situation für sowas. Und wir sollten dann, glaube ich, nach diesem Krieg erstmal ein bisschen pausieren mit Kriegen. Jetzt belagern wir das Ganze hier. So. 6 Monate verbleibend. Ich denke, wir haben seine Sachen hier zu Genüge jetzt, okay, was ist das denn hier? In den Krieg gerufen. Er fordert euch auf, unser Bündnis zu ehren. Das ist Sverdlov von Ruthenien, Verbündete mit Sverdlov von Ruthenien, und seine Feinde sind... Warte mal. Kriegverteidiger bei preslawischer Anspruch auf Oberhäuptlingstum von Tschernigow. Wer ist jetzt... Aber er sagt, wir sollen mitmachen, ne? Es ist halt literally ein Krieg. Anspruch auf Oberhäuptlingstum von Tschernigow. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Natürlich, zwei unserer Verbündeten gegeneinander kämpfen. Mehr oder weniger. Was passiert bei Ablehnung? In Sverdlov von Ruthenien. Der hier. Das ist ein Verteidigungskrieg. Okay, es war doch richtig. Ja, es war ein bisschen verwirrend, in welche Richtung das jetzt gerade war, aber wir helfen den Tschernigowern hier gegen die Preslava-Leute. Also potenziell zumindest. Wir sind ja erstmal noch selbst beschäftigt hier. So, belagert, letztlich unter Belagerung, ja, da drüben. Ja, wir haben als erster belagert, vielleicht sind wir auch, wir sind auf jeden Fall als erster fertig. Kosin wurde gefangen genommen. Das war die, oh mein Gott. Zwischen der ersten Schlacht hier gefangen nehmen lassen. Das heißt, diese Sache da drüben wird vermutlich ziemlich schnell vorbei sein. So, wollen wir jetzt hier rüber gehen und ja, ihn nochmal bekämpfen? Ich denke schon. So, wir kriegen hier Attrition leider überall in seinem Land. Oh Gott, jetzt noch ein Skandal. Was ist denn das hier? Man sieht meine Schwester, Prinzessin Sverdlova, nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet. Und alle dachten, dass ihr Gemahl Herzog Vratislav der Vater des Kindes sei. Jetzt wurde jedoch offenbar, dass es war für ihn der Vater niemand anders als Borgej. Mensch, Borgej. Jetzt weiß es die ganze Welt. Wir kriegen ihn nicht, ne? Wir kriegen ihn einfach nicht gefasst. Jetzt können wir uns sowieso wieder ein paar Leute hier auffüllen. So, jetzt, oder? Nein! Da hinten verteidigt er sich offensichtlich. Wir sind aber noch im Vorteil. Oh Gott, jetzt haben wir sicher auch ziemlich viele Nachteile hier. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut. Jetzt müssen wir nur noch unsere Grafschaft gleich wieder ersetzen fürs Erste, ja. Und dann sollte das eigentlich gegessen sein. Das ist ja natürlich wahrscheinlich das Erste hier. Ja, es ist sehr gut, ne? Ihr Partner ist ja sehr gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht, wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Vaschislava, als mich unterrichtet. Lass mich in dieser Sache einstreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Radspitze. Hilft man unserem Marschall. So, schauen wir mal, wie schnell wir das hier hinbekommen. So, Ramon ist noch glücklicher mit uns. Wir haben den Kommandanten getötet. Schössen von Felischen, okay. Wie schaut es denn aus mit unseren Rittern im Moment hier? 11 von 11. Ja, die meisten können halbwegs kämpfen. Lust davon wird uns richtig gut. Ja, wir sind jetzt auch nicht, leider nicht so stark, dass wir hier ein weiteres beides machen können. Das entsetzt halt leider das Kriegsziel. Wir werden ihn jetzt gleich nochmal zurückschlagen, den wir Lebus zurückerobert haben. So, jetzt da hoch. Ja, mal sehen, ob er die Forderung erzwingen lässt.
wird nicht annehmen, natürlich. Es gibt tatsächlich auch eine Eigenschaft, die das ein bisschen erleichtert. So, mal gucken, wo er sich jetzt hinstellt. Da hinten. So, wir sind ja hier in der Nähe. Und er ist jetzt ziemlich weit weg. Das heißt, wir werden das mal nochmal besetzen können. Oh, dieser Krieg dauert länger, als ich gewollt habe, ehrlich gesagt. Man kann kein Lösegeld aufbringen. So, wir haben mal noch mehr Leute ausgehoben hier noch. Beziehungsweise wir haben ein paar Leute wieder ausgehoben, besser gesagt. So, ein weiterer Kriegsführungsvorzug. Komm mal hierher. Will der jetzt unsere kleine Armee hier töten? Ich glaube schon. Ihr belagert das da. Kommt hier und vereinigt die Armeen. Und wir schauen mal, ob wir hier Hof machen. Komplottstärke durchbrennen, Komplottstärke. Es bringt halt gar nichts in dem Fall. Kriegsgrundkosten. Das Gute an der Strategie ist, das verbessert tatsächlich unsere Leute. Ganz effektiv. Ach, da ist es. Friedensstifter. Friedensanfluss zu ziehen, das meinte ich. Da ist es leichter dann, das Ganze durchzudrücken. Eigentlich bringt das hier drüben auf der Seite gar nichts, ne? Komm, wir machen das hier. Bellum Justum. Ich glaube, gerechtfertigter Krieg oder sowas. So. Okay. Oh, tatsächlich ist dadurch jetzt eher zerfallen. Haupttitel ist jetzt Smolensk. Aber gut, wir wurden nicht wirklich beeinträchtigt durch diesen Krieg. Ja, helfen konnten wir natürlich auch nicht, aber naja, das ist schon okay. So, Armin zusammenfassen. So, wir haben das Kriegsziel wieder. Dieses Lächeln und kleine Lügen, was ist das denn? Oh Gott. Irgendwie schlaflos aus. Prinz Putkow von Polen. Wie andere Kinder in seinem Alter, auch lügt mein Sohn und Erbe Putkow hin und wieder, um Grenzen auszutesten. Allerdings traut ihm das häufig niemand zu, der sich immer so niedlich verhält. Die Menschen verzeihen ihm stets, wenn er doch einmal ertappt wird. Ich frage mich wirklich, womit er wohl so davonkommt. Wird dieses Kind im Auge behalten? Reizend Eigenschaft. Sehr gut. So. Sieh rüber, wir müssen kämpfen. An den wunderbaren König Boleslav. Allein die Nennung eures Namens ist wie die Sterne am Firmament. Es wäre ein Segen für mich, euch in meiner Nähe zu haben, damit ich endlich die Tiefe eurer Liebe ergründen kann. Bitte seid die Kleopatra für meinen Marcus Antonius. Das ist unser Gast. Vom Haus Pitar. Ihr Ehepartner ist Günther Wulferda. Ja, sie ist ja als eine Verführung hier, ne? Jungjäger. Plünderer, tapfer, bescheiden, ungeduldig. Also ehrlich gesagt, solche Eskapaden. Ja, sie schmeichelt mir auf jeden Fall. Das haben wir jetzt mal so gemacht. Ja, so, versuchen wir ihn hier im Wald abzufangen wieder einmal. Ja, gut. Vorteil auf unserer Seite, ja, jetzt, das Würfelglück hatten wir beim letzten Mal so gar nicht. Diesmal sieht schon etwas besser aus. Ich denke, jetzt müssen wir seine Armee jetzt auch nur noch einmal besiegen und dann ist das Ganze hier erledigt. So. Ja, das wird leider... Oh, er doch, ich schaff's leider wegzukommen noch. Mögliche Schlachten in 10 Tagen. Sieht eigentlich ja für uns besser aus, ne? Ja, wir haben ihn geholt. Oh mein Gott. Nur Nachteile für uns, aber wir haben mehr Männer. So. Es ist fast vollbracht, Leute. Es ist fast vollbracht und wir haben die nächste Provinz. Das ist der Grafschaft. Wir wollen uns ja einen Meereszugang sichern hier in ordentlichen. Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Lehnsherr. Durch die Ansiedlung der polnischen Kultur und das Einsetzen einer neuen Verwaltung haben die Bewohner von Jelmo die polnische Tradition voll für sich genommen. Sehr gut. Du wechselst zu polnischen Jelmo. Das ist wunderbar. Er kann nämlich gleich die nächste Aufgabe übernehmen. Kann dann nicht Schwertje hier dort unsere Kultur etablieren.
Ja, der Arztposten. Unser Patriarcher verlockt die Kasachen nicht gegen. Oh, gegen König Philipp. Er hat gegen die Franzosen verloren. Ah ja, und Wilhelm der Eroberer hat offensichtlich England für sich entschieden. So, ja. Herzog Sigmund von Masowien ist unser Ritter und ist richtig gut. Ist auch ein mächtiger Vasall. 18. Sehr schön. Schaut sie mal deinen neuen Befehlshaber, das zu verbessern oder zu finden. Ja, organisiere weiter Aufgebote, das passt schon. Okay. Und zurück zu uns hier oben. Ja, die Wege unserer Armee sind unergründlich. Ah, wir kriegen ihn aber trotzdem noch hier. So, das sollte jetzt, genau, wir können es machen. So, Schlacht ist vorbei. Frieden erzwingen. An den heuchlerischen König Boleslav. Ich bin nicht heuchlerisch. Ich weiß, dass stets fremd bleiben. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hatte, ja? Um diesen Blutvergießen an Ende zu setzen, werde ich eurer Forderung nachgehen. Okay, so sei es. So, gehen wir zurück in unser Gebiet. Und dann lösen wir unsere Truppen auf. Und dann ist auch dieser Krieg hier vorbei fürs Erste. Wir können gleich unseren Ratsmenschen hier mit der Kulturförderung in Schwertje hier betraut machen. Shen. Teschen. Mein König, ihr seid derzeit im Besitz von etwas, was mir gehören sollte. Ach ja? Mit diesen Worten ist mein verschwendischer Vasallen Graf Vitosch an mich herangetreten und besteht darauf, dass ich ihm den Titel Grafschaft von Shen gewähre. Grafschaft von Shen. Nein? Nein. Teschen gehört mir. Wir halten sogar Anspannung dafür, weil wir quasi gegen uns unseren Willen handeln, weil wir großzügig sind. Aber ich sag's mal so, dieses Gebiet hier unten, das sehe ich eigentlich als unser Stammgebiet an, deswegen werden wir das nicht weggeben. So, lösen wir unsere Truppen auf. Sie haben sich, sage ich mal, ein bisschen Ausruhen verdient. Genau, jetzt können wir auch das gleich voll auf und jetzt ja, ein bisschen mehr Einnahmen. Ist auch schon mal super. Wir haben eine ganze Menge Pop-Ups hier. So, tatsächlich ist die Region hier jetzt auch bald bei Vidilismus. Oh mein Gott. Graf Leszek sieht echt übel mitgenommen aus. Ich glaube, er war sich ja bei der letzten Schlacht dabei, ja. Das war ein Schwert auf Ritterlichkeit. Den kannst du brauchen hier. Nasty Helmo. Er ist der Begründer hier, oder was? Interessant, interessant. So, was passiert hier? Bündnis ungültig. Prinz Jaroslav. Ihr habt kein Bündnis mehr von Prinz Jaroslav von Lutine, weil es kein Herrscher mehr ist. Okay. Bündnis ausgelaufen mit Jaroslav Rurikid. So, wir können auch, glaube ich, jetzt aufhören, unseren Bischof zu beeinflussen hier die ganze Zeit. Ja. So, das ist schon okay. Entscheidungen. Wir könnten auf eine Pilgerreise gehen. Das könnten wir jetzt nicht. Wir sind mal vorbei, da brauchen wir aber Geld, um das ordentlich zu machen. Deswegen verzichten wir, glaube ich, fürs Erste. So, und er kann dann, sobald es fertig ist, dann hier. Ja, so wie gesagt, wir wollen hier natürlich Gdańsk einnehmen und hier am besten das als nächstes. Zwingendermaßen, wir können auch, nee, können wir nicht, weil das haben sie sich gar nicht geholt hier. Die Ruthenia, Frühgeburt. Das Kind sollte nicht sein. Mein Gemahlin, König versichert mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Ich habe mitbekommen, dass sie schwanger wurde, ehrlich gesagt. So, kann nicht von uns gewesen sein. So. Schauen wir mal. Ja, ist unser bester Mann hier. Ja, man merkt schon, ne, wie schnell die ganzen Leute hier jedes Mal sterben bei den Kämpfen. Das ist schon bitter. So. Jetzt haben wir natürlich immer noch nichts gebaut. Jetzt sollte man das echt mal in Angriff nehmen. Ich denke, wir werden jetzt eine etwas längere Pause. Ich wollte auf jeden Fall halt eben in diesem Zug noch ein bisschen die Kriege zeigen.
gleich in der ersten Folge. An den aufmerksamen Boleslav, die Bewohner von Glashaw und Jelmo wurden endlich überzeugt, zum wahren Glauben überzutreten. Während der Arbeit. Ja, ich denke, diese Sache, dass das tatsächlich ein Ding ist, was durchläuft, und es ist ja nicht mehr so dieses arbitäre, du hast eine 10% Chance pro Jahr, dass es kommt. Ich finde das so wirklich viel besser. Aber ich weiß, dass es bestimmt Leute da draußen gibt, nee, das ist ja jetzt einfach nur voll vereinfacht und hast nicht gesehen, die werden das sicherlich all finden, aber ich finde das super. Weil es gibt tatsächlich eine feste Planung. Natürlich ist es realistisch, dass die sich so bekehren und so in einer gewissen Zeit jedes Mal 100%ig. Nein, ist es nicht. Aber ey, das ist mir echt egal, ja. Ich finde das so 1000-mal besser. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe nicht, dass sie hier bei Infinite Rome dann zurückrudern wieder und das wieder zu so einem Rollensystem machen, wo es halt eine 10% Chance gibt, dass sie sich bekehren. Ich finde das so einfach viel besser. So. An den wunderbaren König Boleslav. Eure große Ambition ist, was mein Leben Bedeutung schenkt. Ich habe keinen anderen Wunsch als... Okay, schon wieder sie. Wie merkwürdig und doch reizend. Jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt können wir so weitermachen. Momentan ist es immer ja natürlich eine optimale Lage. Wir haben ein Kind. Und wir werden ihn selbst unterrichten. Supaka. Putko Pias wird sich gegenüber euch und anderen verhalten, wie er seine Persönlichkeit vergibt. Vor allem durch seine Persönlichkeit. Okay. Supaka. Reizend auf jeden Fall. So. Was passiert hier? Wenig Kontrolle. Wo denn? Ah. Na gut, das ist natürlich vielleicht leicht nachvollziehbar. Da sollten wir vielleicht mal den Marschall reinschicken. So. Sagen unsere Aufgebote. Ja, sie erholen sich langsam. Sie jetzt auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, wir werden jetzt daran arbeiten, dass wir das ausbauen. So. In Krakau am besten selbst. Ich die Eigenschaft schwanger. Okay. Ja, ein paar Töchter wären nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wir müssten ein paar... wir sind krank, oh oh. Es wäre natürlich ganz geschickt, wenn wir ein paar Bündnisse uns schmieden könnten. König oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemein, als das spielt. Alles spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran werde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hausend, hustend erwachte und mir den dumpfen Schmerz in Kopf und Kehle packte. Arzt, ich will aber nur dein Arzt sofort. So, wir gucken mal, dass wir einen Hofarzt bitten. Die Bitte fürs Boleslav, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe an euch beweisen kann. Mein Gott, sieht ja sehr flehend aus hier, ne? Edunard bittet mich, um eine Probe der Hingabe auszudenken und zuzugehen. Ich werde sie auferlegen. Um Nächte nicht zu schlafen. Finde ich allein gut ausgeruht. Tage nichts zu essen. Eure Liebe zu mir sollte euch Nahrung genug sein. Wow. Wenn sie es schafft, ja, ich meine, wir können das schon machen. Ja. Sven Estrich hat einen Anspruch auf Glashaw von Bleckige. Aha. Ein Gast. Das ist aber nicht gut genug. Ich könnte ihn, ich meine, ehrlich gesagt, ne, wir sind jetzt weiter von entfernt, den aber ganz und die Bitte. So, da sah man jeden Tag magerer aus, aber obwohl ihr Körper dahin schwand, blieben ihr Wille und ihre Hingabe stark. Ich suche sie auf und teile ihr mit, dass die Herausforderung bestanden ist. Und das Erste, was sie daraufhin tat, war, mir erneut die Treue zu schwören. Ja, sie ist keine Fürstin, aber auf jeden Fall hingebungsvoll, ne? Das kann man ihr schon lassen. So. Hofarzt. Endlich haben meine Diener einige Leute gefunden, die sich als Hofarzt eignen würden. Okay, wen haben wir denn hier? Burkhard ist ein Arzt, tatsächlich. Und sie ist wenigstens eine Hexe? Die ist ja ehrlich gesagt von eigentlich. Wir werden ihn mal nehmen. Ich meine, er ist ein ausgebildeter Arzt. Burkhard hat jede Menge Erfahrung darin, sich krank hat. Ja. Mein Burkhard ist echt erfahren. Kostet uns ja nicht wieder Geld, was ja eigentlich für andere Sache war. Und so krank. Oh Gott, Zeit für die Behandlung. Ist doch Zeit für die Behandlung. Immerhin plagt euch eine Erkältung. Erkältung? Ich denke zwar, dass eine einfache Tinktur reichen könnte, aber die Wahl liegt bei euch. Tu nur das Nötigste. Klang ein wenig besser. Burkhard beharrte darauf, dass meine Säfte nicht im Gleichgewicht seien und die beste Abwehr dafür ein Abt aller Adras werde. Wollt ihr nicht gerade eben eine Tinktur machen? Da sehen wir nochmal die
Angst und halt schwer da malus. Wow. Also sind wir die Auswirkungen ganz genau. Ja, das Schreckensverlust ist auch weg. das stellt sich als genau das heraus, was ich brauchte. Ach ja, natürlich. Erst sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig besser. Gelernte Krankheitssymptome. Gewaltiger Bonus für unseren Widerstand. Schüsse Vasallen, er hat sich in einer Auseinandersetzung für die Erde eines Vasallen eingesetzt. Ja, das haben wir ja vorhin gemacht, ne? So, er ist jetzt angesehener Arzt, also noch besser, super. Er ist ja relativ alt, ne, 71, das heißt, er wird vermutlich nicht besonders lange leben und uns zu Diensten sein können. Okay, ich habe was auf einen Glanzposten. Wer ist das denn jetzt noch hier? Václav von Czersk. Du bist leider zu schlecht in allem, was du tust. Ich würde ihn ja eigentlich echt gerne für das hier einsetzen, für Geldmacherei, aber gut. Lösegeld. Ja, mach mal. So, die größte Überlassung, obwohl ich nehme euer Angebot als Lösegeld an. Gut. Wir haben noch Bürgermeister Jakusch. Oh, krank hat mein altes Ich. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster reinliefen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen durchgeschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Sehr gut. Ja, unsere Erkältung ist vorbei, hä? gut. Also hast du noch ein bisschen Geld beschert hier, die Lösegelder. Ja. Zweitliga Scheißung von Großpolen oder in Oberschlesien. Ja, das ist jetzt also ja zerfallen, ne? Das könnten wir für uns ja auch mitnehmen, theoretisch. Großpolen wäre die andere Sache. Das könnten wir jemandem dann geben, vielleicht. Wir müssen mal sehen, was wir mit unserem Sohn direkt machen. Wir könnten natürlich hier oben einsetzen. Das wäre eine Idee. So, an den 30. König Boleslaw. Gleichen Bürgermeister Jakusch von Wikra. Ich nehme euer Angebot als Lösegeld an und hoffe, euch eines Tages die gleiche Gastwirtschaft bieten zu können. Großartig. Was heißt denn hier dreist? Was heißt denn hier dreist? Der Typ. Das ist so nice wie Typ. Also, was heißt nice? Das sieht halt echt übel aus, eigentlich, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Schauen wir uns doch vielleicht mal kurz an, ob wir hier jetzt mal irgendwas bauen können. Es ist so furchtbar teuer, aber es ist nicht mehr weit hin. Ich frage jetzt, was wollen wir denn bauen? Eigentlich wollen wir ja... Naja, Turnierplätze sind immer gut. Ich denke, jetzt ist das ja am geschicktesten, wenn wir einfach mehr Gold machen. Der Kriegsführungsvorzug ist bereit für uns. Und wir haben den Krieg, werden wir gerufen, wieder einmal. Unser Verbündeter, Prinz Jeffrey von Rudenien. Das ist jetzt er hier. So, und du gegen Turban, okay, Bündnis zum Ehren. Religionskrieg um Häuptling von Ostgol, okay, mach mal. Machen wir natürlich. So, und hier warten wir weiterhin geduldig drauf, mehr Geld zu machen. Ja, ich denke, mehr, also Geld ersetzen, mehr Geld zu machen, das ist immer gut. Vor allem, das wird uns ja über die Zeitwerk immer mehr helfen. Feinde? Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich fordere euch und bitte euch auf Großfürstentum von Tschernigow anzuschließen. Großfürstentum Tschernigow. Warte, wenn ich... Trittkrieger, ein ruthenischer Anspruch auf Großfürstentum von Tschernigow. Das ist das hier. Okay. Als Verteidiger bei. Oh Mann, das ist so verwirrend hier. Okay, also das ist ein bisschen, ne, ihr merkt schon, da muss man ein bisschen aufpassen, was man da eigentlich macht. Vielleicht das hier mit mehreren Leuten. Okay. Wir nehmen auch mal den hier an. Jetzt sind wir im Krieg mit Rutenien, was hier riesig neben uns ist.
Aber wir müssen ja eigentlich gar nicht wirklich eingreifen, das kommt noch dazu, ne? So, wollen wir mal. Ach, ich will eigentlich jetzt nicht noch. So, der Typ hier, ne? Der hat sich jetzt zwei Kriege angehandelt, ja? Den einen Angriffskrieg und den anderen Verteidigungskrieg. Wie viele Leute hatten der Ruthenia? 3506, meine Güte. Okay, ich schätze, wir müssen da mithelfen, sonst, ja, KI-Verbündete, sind sie nicht ein Genuss für die Sinne. Wir können ja ein bisschen plündern hier einfach. Meine Tochter, oh, tatsächlich, gewesen sei St. Brigida, Schlafer Gerber, eine perfekte kleine Tochter. Ja, die wird jetzt natürlich, weil wir ja nur männliche Unterstützer haben, einen, eher... ja, normalen Namen bekommen. Huldigung. Mein Vasall, Bürgermeister Wielislaw, ist mit einem großen Tross gut gekleideter Diplomaten, Ritter und exotischen Gauklern von meinen Toren aufgetaucht. Der Zug ähnelt einer Parade, die von Wielislaw selbst angeführt wird. Lauthals verkündet Wielislaw, dass er hier ist, um mir zu huldigen, dass er als Geschenk Gold dabei hat. Zügigkeit findet man bei seinen Untertanen nur selten. Treffen Wielislaw muss man wirklich zu schätzen wissen. Bitte tritt ein, bitte leg das lauter gleich mal linke Hand ab. Wird doch noch nicht alles gewesen sein. Ja, wir halten tatsächlich Anspannung dadurch, weil wir großzügig sind. Ehrlich gesagt, wenn wir das jetzt momentan hardcore-Rollenspiel machen würden, dann würden wir natürlich sagen, na. Ja, auf jeden Fall sind wir machen so rollenspielmäßig, ne? So. Behaltet das Gold. Ja, unser Ruhm ist weithin bekannt. Strategische Sackgasse. Ah ja, guck mal, da ist er wieder. Der gute Leszek. Sieht immer noch echt übel aus, Mann. Du hast nicht mal Zeit, sich zu erholen seit dem letzten Mal. Üble Sache. So, ich sitze mit Graf Leszek und Graf Watzlaw am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Leszek schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen und ihn mit der sicheren Größe unserer Armee zermalmen sollten. Watzlaw jedoch murmelt nervös vor sich hin, dass wir unnötige Gefechte vermeiden und einen Zermürbungskrieg führen sollten. Ich weiß, wie wir beide Strategien kombinieren können. Mal kurz anklicken, das Ganze hier. Kriegen verbesserter Angriff, genische Todeswurzel plus 10 und verbesserte Vermeiden. Super. Das können wir, weil wir halt Schiedsführung, weil wir Wertkriegsführung haben. Also weil wir einen hohen Wertkriegsführung haben. Ich denke nämlich auch, dass wir hier vorwiegend belager die schon hier, ne? Bistum von Jaroslav. Ich müsste dich hier belagern, so rum. Jetzt passt nicht. Es hat ja kein. Es ist ja nur eine Kirche, ne? Hm. So. Belagerungseigener Patt. Der Garnison volle Vorräte. Normal und Mauern sind intakt. Streit im Lager. Wieder einmal. Wer ist das denn? Bürgermeister Wielislaw von Wichlica und Graf Henrik von Lebus. Ah, nachdem meine Armee ihr Lager aufgeschlagen hatte, höre ich laute Geräusche aus den Unterkünften meiner Ritter. Ich gehe der Sache nach und finde Bürgermeister Wielislaw und Graf Henrik mitten eines erhitzten Stadtgesprächs, während meine Zuschauer sie anfeuern. Ich halte vor der Menge und rede über Zusammenhalt. 50% meiner Werte lenken alle vom Streit ab. Und das Ganze eskaliert trotzdem. Wir versuchen es mal. 50-50 Chance. Ich denke, es wäre in unserem Sinne hier, das so zu versuchen. Können Sie ja, ich glaube, auspeitschen ist nicht unsere Art und Weise. Ah, Auflösung. Ich richte mich auf und halte eine Rede darüber, dass wir alle für Königreich von Polen kämpfen und uns vereint gegen unsere Feinde stellen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die vielen fremden Mächte unsere internen Streitigkeiten ausnutzen können, um unsere Länder reinzuerobern und uns zu unterjochen. So, Sie schauen beide beschämt. Ja, schämt euch. Ist schon echt beschämt, ne? Ja, wir sind stärker, wenn wir vereint, also noch mehr Prestige für uns. Und Lebensfallpunkte natürlich. Und wir haben noch einen Vorzug verfügbar. So, jetzt können wir natürlich hier, ne?
Solche Sachen hier. Bewegungstempo. Und Abschirmung für alle. So, Bewegungstempo ist natürlich gar nicht schlecht, weil wir ja eigentlich nur plündern und abhauen wollen. So, Beute ist hier 21, wenn wir das hier eingenommen haben. Das hoffe ich zumindest. Wir werden leider im Norden erobert, aber wir können nicht viel dagegen machen im Moment. So. So, da haben wir ein paar Leute gefangen genommen. Ah, vielleicht sollte ich hier tatsächlich drüber diesen Verbündete haben. Die sollten das hinbekommen, ne? Wir machen das einfach so gleichzeitig hier. Wir belagern hier und die bekämpfen sie im Osten. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Auf den Minus von Preußen. Achso, zur Bekanntschaft. Ja, wir haben ihn in der Schlacht mal kennengelernt. Ne? Belagerung ist gewonnen. So, 21 Gold. Ich meine, das brauchen wir tatsächlich, ne? Das ganze Zeug hier so ein bisschen rum zu plündern. Aber der Herrscher verlor Krieg. Was ist das denn hier? Ach, er im Norden gegen... Das Bürgermeister von Visby. Huh. Wow. Die Schweden sind hier einmarschiert. Na, das fängt ein bisschen früh an. Ich hätte es ja irgendwann erwartet, ne? So war dann historisch. Aber jetzt schon... Ist schon ein bisschen hart. So. Denke ich immer so, vielleicht wir beschleunigen das Ganze. Schauen mal in den Norden. Oh, ich sehe die feindlichen Armen. Sie wurden tatsächlich geschlagen. Sie ziehen nicht zurück. Außerehelich. Oh oh. Was ist das denn? Das ist meine Bekanntschaft. Per der Slava, ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter ihrem Herzen trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist es keine erweiterte Frau. Allerdings wurde nun endlich das Geheimnis um den Vater des Kindes geführt. Prinz Servolot ist für diese Miese verantwortlich. Fassbar. Diese Rumhurerei hier. So. Ja, seine Hauptstadt ist hier drüben, ist Kiew, ne? Wie wär's, wenn wir einfach mal knallhart Kiew belagern und einnehmen? Ist es Liebe? Oh. Oh oh. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe das jetzt gemacht aus Gründen, dass es ja lustig ist und so, aber würde das überhaupt... Also wir haben eigentlich keinerlei... Nee, also wir haben jetzt nichts, wo wir sagen würden, wir würden das halt nicht machen, ne? Sind großzügig. Akt der Wohn- und Mitleidigkeit. Vielleicht sind wir aus Mitleid hier, so nett zu ihr, weißt du? Das kann man das auch schon sehen, oder? Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Leon da mir ihre Gefühle gestand. Diese Tage kommen mir so düster vor, so traurig. Und mit ihr an meiner Seite scheint mir plötzlich alles möglich. Ich wünschte mir, es könnte auf ewig so weitergehen. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich mich entscheiden muss. Bin ich tapfer, genug meinen Gefühlen nachzugeben, oder muss ich Leon da mein Herz auf ewig verschließen? Oh Gott, Seelengefährte, ich meine, das kann ja nur gut sein, oder? Wenn es wenigstens nützlich wäre auf irgendeine Art und Weise, ne? Das endet hier und jetzt. Nein, wir beenden das. Die wilde Jagd. Oh oh. Nein. Ich hatte gerade ausgelassen, wer sich durchgeht und abseits des Weges durch die Wildnis, weil sie gibt nicht nach, ne? Ich dachte mir vielleicht aus Mitleid jetzt Liebe gestehen, so voll umfänglich, ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber der Sturz ist unvermeidlich und mir bleibt die Luft weg. Als ich aufschreibe, blickt mir die Fratze einer Bestie entgegen. Bevor ich auch nur schreien kann, bricht das Tier zusammen mit einem Pfeil zwischen den Augen. Boleslav, mein Augenstern. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Meine Heldin ist niemand anderes als Leonda. Natürlich. Okay, jetzt sind wir Seelengefährten. So, er verfolgt die Armeen. Während wir die Hauptstadt des Feindes belagern. Gute Arbeitsteilung, würde ich sagen. Beute gibt's auch reichlich. Die Plünderung von Lomscha. Herzog Sigmund hat den Preis für die Gier von Oberhäuptling Milsas bezahlt. Nachdem die Siedlung von Lomscha gefallen ist, sind Großteile von Lomscha ungeschützt. Ohne Gegenwehr toben sich die preußischen Plünderer aus und sie entführen versklaven jeden fähigen Arbeiter, den sie finden können. Guckst du an diese lästigen Wilden? Richten ein Wergel für die Verlorenen. So, Sigmund gewinnt an Meinung.
Helfen beim Wiederaufbau. Ja, das machen wir. Ja, es ist hier oben, ne? Diese elenden Preußen, das meine ich. Brauchen mehr Truppen. Kriegsführungsfahrzeug ist verfügbar. So, Fallkommandos. Kriegsführungsverluste weniger. Mehr Schaden Fußvolk. Mehr Schaden für Bogenschützen. Da wir ja nur Bogenschützen haben momentan. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, da oben ist das feindliche Heer. Oh Gott, Korsun. Hier fand mal eine wichtige Schlacht gegen die Ottomanen statt. Apropos wichtige Schlacht. Sieg! Dänischer Anspruch auf Klosterfürstentum von Tschernigow. Wir haben den von Prinz Wiesław von Ruthenien angeführten Krieg gegen König Izaslav von Ruthenien gewonnen. Izaslav von Ruthenien, verlor den Anspruch, Klosterfürstentum von Tschernigow, bezahlte 449 an Prinz Jaworod. Ja, dass wir davon jetzt nichts bekommen, halt, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? So, schaffst du denn den Rest jetzt alleine? Wer ist denn das jetzt hier? Die Typen da hinten. Ich würde ja ganz gerne zurückgehen, aber sie haben sich jetzt auch zurückgezogen. Das heißt, wir könnten noch weiterhelfen, aber ich will eigentlich gar nicht mehr. Wir gehen hier hin. So, wir haben ihn erwischt. Im Wald. Ohne Probleme. Okay. Gast ist eingetroffen. Es hat einen Aschlaufgascher von Halic. Hat 35. Hinterlistig ist er. Ich meine, er wäre ein guter. Aber ich will dafür keine. Nee, das ist mir zu blöd. Da wäre so ein Sarfingier. Sag, grüßt mein aufmerksamer Lehnsherr. Sind der polnischen Kultur und Einsätzen einer neuen Verwaltung haben die Bewohner von Schwächern polnischen Traditionen nachgegeben. Sehr gut. Das heißt, tatsächlich können wir jetzt unseren Mann hier für Steuern mal einsetzen. Gut, und das Ganze läuft ja eigentlich ganz gut hier im Norden. Müssen mal schauen, hier gegen dich habe ich denn so rein von der Logik her. Ja gut, wir sind natürlich ausgekommen, wir können gerade nicht nachschauen. Aber ich denke, er ist wieder dran. Bis seine Überfälle, hier hat er bewiesen, dass man ihn auf jeden Fall hier ausradieren muss im Norden. Und dass hier Preußen Königslande wird. Wir haben noch zwei Plätze, also das können wir durchaus machen. So, wir werden jetzt hier dafür sorgen, dass das endlich mal hier weitergeht. Ein offenbartes Geheimnis. Graf Przemysław von Görlitz und Graf Przemysław von Przemysław. Ich dachte schon, dass sie beide quasi dieselben Namen nur in weiblich-männlich haben, aber nicht ganz. So, meine Vasallin, mein Vasall, Graf Przemysław, hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Der Przemysław, Gemahlin von meinem Vasall, Graf Przemysław, soll eine Affäre haben. Sein Vasall, Graf Lutosław, soll es sein. Ich weiß nicht, wie dieses aufheben soll, das ist schließlich keine wieder natürliche Krankheit. Gott, Stellungen sind nichts als boshaft und Lügen. Wird geschehen, ist geschehen. So, gewinnt Meinung, doch Lustav gewinnt Meinung und so. Nein, also. Oder? Ehrlich gesagt, wir haben ja widerstanden, da sollen andere gefälligst auch widerstehen. Wertvolle Geisel gefangen genommen, oh wow, das war's, wir haben tatsächlich ihren Anführer. Und damit ist Przemysław gewachsen. Ahne auflösen. Es wird persönlich. In unserem letzten Brief wählte mein Vasall Graf Lutosław beiläufig den Zustand seiner Truppen. Ich wusste ja gar nicht, dass er sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Diese Briefe sollen eigentlich rein diplomatischer Natur sein, aber natürlich scheiden sie mitunter persönliche Themen an. Lass uns mehr drüber reden. Ja, Zustand der Truppen. Wenn wir den verbessern, dann ist das natürlich super für uns. Und ja. Ich denke, dass wir dann jetzt mal an der Stelle die erste Folge beenden, hier für den ersten Tag. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Wir bauen hier Polen weiter aus kontinuierlich. Lasst also auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Das hilft dem Kanal wirklich ungemein weiter und ich würde mich sehr freuen, euch dann auch in der nächsten Folge wiederzusehen, wenn es weitergeht hier mit unseren Polen. In diesem Sinne, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch ein Abo da lassen. Völlig kostenlos. Ja. Ganz große Sache. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Tollen.